Als Podcaster müssen wir die Folge gründlicher besprechen. Nein! Ist dir das denn nicht klar, Stefan? Ach, ja, schon, aber mir gefällt nicht das. Na, geh schon ran, Sebastian. Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Vielleicht hat er sich verwählt. Hallo? Wer ist denn dort? Melden Sie sich doch. Lass es sein. Was sollen wir sein lassen? Meine Folge. Warum? Was ist mit der Folge? Hören Sie, wer sind Sie eigentlich? Tote Podcaste nicht. Hallo, Ihr Name. Also jetzt reicht's aber. Ich muss nach Hause. Ja, ich auch. Hanno, ich muss zum Essen. Hanno, bleib du doch wenigstens. Ah. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Recherchen und Archiv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt heute was ganz Besonderes und es gibt auch bald was zu feiern. Jo. Denn unser Podcast wird 3 Jahre alt. Wuh, 3 Jahre. Yeah. 3 Fragezeichen. Drei mittelalte Männer und 3 Jahre. Großartig. Das hast du gut zusammengefasst. Könnte man so sagen. Ne? Außerdem... Mikrofone. Außerdem ist dann auch irgendwie März, ne? Das ist ja auch der 3. Monat im Jahr. Hat ja auch noch was. Hallo. Wow. Hallo. Wie nennt man das? Das ist keine Alliteration, sondern was ist das dann? Keine Ahnung, eine Verschwörung? Ja. Schicksal. Verschwörung, Schicksal, ich glaube auch. Genau. Die großen Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja. Genau. Herzlich willkommen bei von Bill Gates gesponserten 3 Fragezeichen. Das wäre schön, wir sollten mal vielleicht anfragen. Macht das, keine Ahnung. Ja, aber wir haben uns dann auch in diesem Zuge irgendwie dann für unsere Jubiläumsfolge sozusagen, haben wir uns auch eine etwas andere Struktur überlegt. Das wird vielleicht ganz spannend, weil wir haben uns gedacht, wir müssten da vielleicht mal etwas anders machen. Wir haben uns überlegt, dass... 2 von uns auf die Folge vorbereitet sind und wissen, welche Folge drankommt und eine Person gar keine Ahnung hat, welche Folge das ist. Uns wird ja irgendwie immer nachgesagt, ich wäre normalerweise derjenige, der immer total unvorbereitet ist. Das wäre dann langweilig. Ja. Na, darf man es schon verraten? Ich werde derjenige sein, der unvorbereitet sein wird, also keine Ahnung hat, welche Folge kommt. Ja, so. Und wir auch ausdrücklich eine Folge nehmen, die du nicht kennst, sprich, also ich meine, ihr werdet schon gemerkt haben, dass heute wahrscheinlich zur Zufriedenheit von vielen nochmal ein Klassiker dran ist. Ja. Das heißt natürlich auch, dass in der nächsten Folge garantiert kein Klassiker drankommen wird, sondern ausdrücklich eine Folge der eher sehr neueren, die Stefan auf keinen Fall schon so gehört. So, Stefan, welchen Klassiker kennst du denn noch nicht? Das ist natürlich ultra schwierig, ne, damit ich jetzt hier nicht als schlechter. Warte, ich würde sagen, wir besprechen Folge 29. Ja. Oh Gott, ja. Die sehr teuer ist. Ja. Zurzeit gehen ja die Preise wenn ihr das mitkriegt, wie die Preise hochgehen für diese Platten, das ist irre gerade im Moment, ne? Ja, naja, aber ich habe ja ein Schnäppchen gemacht mit meiner Platte, ne? Also ich kann es verraten, die hat 15 Euro gekostet, war jetzt nicht so teuer. Ne? Nö, so. Das ist echt ein Schnäppchen. Da habe ich echt Glück gehabt. Hin und wieder macht man das so. Ne? Das ist alles, ich kann nicht viel vererben. Ich vererbe da meine 3 Fragezeichen-Sammlung. Meine Kinder werden bestimmt ausflippen vor Freude, schätze ich mal. Und deine 3. Und dein Vermächtnis natürlich hier, all die Jahre gute Podcast-Unterhaltung. Aber ich würde wohl sagen, du machst das dann mit einer Testamentseröffnung.
Ja, die gehört auf jeden Fall dazu. Und du musst ein gutes, schickes Rätsel schnitzen, um das dann irgendwie möglich zu machen, dass man da dann ja, du wirst lachen, aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, schon mal, das so zu machen. Ich habe auch schon ein bisschen recherchiert. Das geht. Also du kannst was hinterlegen bei Gericht. Das geht, ja. Mhm. Beim Nachlassgericht. Aber ich bin ja abergläubisch. Ich habe dann immer Angst, wenn ich alles geregelt habe, dass dann der liebe Gott denkt, naja gut, dann kann ich ihn jetzt auch kalt machen. Ne? So. Also, ja, nee, genau. So, also das, aber die Idee ist eigentlich schlecht. Aber wir schweifen ab. Ich wollte eigentlich noch was erzählen, weil zu diesem Jubiläum, das wir haben, diese 3 Jahre, ja, wovon ein Jahr in der Pandemie quasi so ist, verlosen wir natürlich auch was. Und da das Pandemiejahr nicht zählt, verlosen wir nur 2-mal handgemacht. Also wir verlosen 2-mal handgemachte Fanart von einem guten Freund von uns, der das als Hobby macht und der so wie nennt man das? Das ist Stencil Art macht. Ja. Und der für uns exklusiv so drei Fragezeichen-Motive gemacht hat, 2 Stück. Ihr könnt mal auf Instagram gehen, bei 58 Art, also 58 ausgeschrieben und Art in einem Wort. Und da könnt ihr die auch sehen. Und ja, lasst gegebenenfalls ein Like da, ne, weil er stellt die uns quasi gratis zur Verfügung, weil er uns mag und gut mit und auch diesen Podcast hört. Also Markus, ja, ja. Herzlich Shoutout, ja, an dich. Schöne Grüße. Und ihr könnt die gewinnen, ne, so, weil wir nicht so sind, haben wir gedacht. Wir verlosen die und ihr müsst aber was dafür machen. Und zwar müsst ihr uns ein Geburtstagsständchen singen, weil wir stehen da nun mal drauf. So. Und ihr kennt ja unsere Titelmelodie. Und ihr dürft zu dieser. Genau. Ihr dürft zu dieser Titelmelodie rappen. Ihr dürft auch einen fiesen Rap machen und Diss-Rap, wenn ihr wollt. Der natürlich auch netten, das auch. Oder ihr summt den nur oder singt lauthals. Aber schön, Freund, du willst natürlich über auch textliche Intonation oder vielleicht auch irgendwie was, sag ich mal, künstlerisch Anspruchsvolles. Also, ihr dürft ihn auch gurgeln. Wie ihr wollt, genau. Genau, ja. Ihr dürft ihn auch mit Schnelltests gurgeln. ihr dürft ihn auch, keine Ahnung, in verschieden große Gläser mit Steinen werfen, damit man das so hört, weißt du? Das geht auch. Und ja. Ihr könnt den auch, weiß ich nicht, auf künstlichen Katzendärmen vertonen. Alter, egal. Aber ihr wisst, was wir schweifen meinen, also. Schon wieder ab. Wichtig ist, dass ihr uns den natürlich dann zukommen lasst. Und das könnt ihr per Mail machen. Ihr könnt uns eine Sprachnachricht schreiben. Wir schicken jetzt die Tage noch über die sozialen Medien auch nochmal unsere Nummer raus. Wir haben AB, da könnt ihr drauf quatschen, da kriegt ihr auch noch die Nummer. Und wir suchen uns das dann so raus und basteln da draus was für unser Jubiläumsintro. Und natürlich verlosen wir unter allen, die teilnehmen, also unabhängig davon, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, verlosen wir diese Fanarts. Also 2 Leute werden sich auf jeden Fall glücklich schätzen können, dass sie das bekommen. So, genau. Und wichtig ist noch, bis zum 21. März müssen die Sachen da sein. Einsendeschluss ist der 21. Genau. März. Und auf unserer Webseite kriegt ihr auf jeden Fall die Infos darüber. Das wird im Padlet sein und da guckt ihr einfach drauf. Ihr kriegt das schon raus. Ne? Ihr seid ja Detektiv-Podcast-Fans. Also insofern bin ich da sicher. Gut. Sehr gut. Ja, und das ist noch nicht alles. Ne? Oh, was? Geburtstag. Wir hauen noch einen raus. Noch gefeiert werden. Ja, da kommen noch mehr. Deswegen nehmen wir uns ja die Zeit, hier im Vorfeld dann alles schon mal zu verkünden. Lohnt sich nämlich. Und zwar haben wir jetzt ja auch die letzten Aufnahmen immer schon hier, wie man so schön fernmündlich über Discord gemacht. Und dann haben wir uns gedacht, wir nutzen doch einfach mal einen schönen Discord-Server. Machen den schick, bringen den online und wollen uns da zur Geburtstagsfeier, zum digitalen Meet and Greet mit euch treffen und gemeinsam die Gelegenheit haben zum Kennenlernen, zum Quatschen, zum Blick hinter die Kulissen, so ein bisschen Frage, Antwort und vielleicht entsteht da einfach irgendwie auch ein spannendes neues Format und Forum zum Austausch. Wir lüften das Geheimnis, und, ob Hanno wirklich nackt podcastet. Ja, immer. Ich podcaste auf jeden Fall ohne Mundschutz.
No. Das ist ja mittlerweile das krasseste Nackt, was es gibt. Stimmt, muss man am FKK-Strand nackt, also Mundschutz tragen? Aber ich weiß nicht. Muss man am FKK-Strand nackt sein? Das ist so geil, Jungs. Wir schweifen also, schon wieder ab. Wie kommt's? Was ist denn los? Überlänge. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das Ding ist, dass wir auf Discord hoffentlich Gelegenheit haben zum gemeinsamen Abschweifen. Und damit ihr euch da auch schon drauf vorbereiten könnt, haben wir sogar schon ein Datum festgezurrt. Und zwar den 7. April um 20 Uhr gibt es die Gelegenheit, uns zu treffen. Wir werden den Discord-Server natürlich auch entsprechend erst kurzfristig vorher freischalten. Auch das kriegt ihr dann natürlich noch mit über Website und Social Media. Und nach diesem herausragenden Event bleibt er natürlich online für weitere Begegnungen und Events und auch für euch als Chatroom oder so, ne? Und wir hoffen, dass wir da mit euch und uns gemeinsam eine Freude machen und nochmal ein bisschen Bewegung da reinbringen und das dritte Jahr Recherchen und Archiv dann mit Schwung weiter voranbringen. Ja, genau. So. Das waren, glaube ich, die warmen Worte zu dem, was im nächsten Monat alles so kommt. Was erwartet uns denn heute? Der unheimliche Drache. Ja, so ist es. Ja. Im Original heißt er der hustende Drache, ne? Glaube ich, oder? Ja. Komisch, dass man das nicht übernommen hat irgendwie. Aber gut. Ja, aber es ist auf jeden Fall nochmal. Es ist nochmal ein echter Klassiker, ne? Also so richtig. Ja. So richtig, richtig Klassiker. Klassischer. So richtig, richtig. Klassiker. Hörspiel Nummer 7 aus meinem Geburtsjahr 1979, genau. Ja, boah, bist du alt. Ja. Ja, was gibt's vorher dazu noch zu sagen, ne? Ich meine, der. Warum haben wir die Folge ausgesucht? Ja, das kann nur Sebastian eigentlich, weil du hast sie ausgesucht. Du warst es, beantworten. Sebastian. Ja. Sag mal, warum? Jetzt sag doch, warum? Ja, jetzt sag doch mal. Warum, ich muss wissen, ob ich ein schlechtes Gewissen gleich kriege. Nee, aber zum einen ist es halt so, um es mit Justus' Worten zu sagen, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit, ne, war es halt nochmal Zeit für einen Klassiker. Ja. Und ich wollte halt einen Klassiker, den ich tatsächlich auch wirklich früh und viel auch schon damals gehört habe. Ich wollte einen Klassiker, bei dem Hitchcock nochmal irgendwie eine größere Rolle hat. Und vor allen Dingen ist das der Klassiker, der mir bei einigen Besprechungen von uns vorher schon mal immer wieder in Erinnerung gerufen wurde. Okay. Weil er halt so verschiedene Brückenschläge erlaubt, ne? Sei es so die James-Bond-Anleihen, die wir bei der Silbernen Spinne schon mal hatten. Und natürlich schreit einen so die Panik im Park-Folge, die wir gemacht haben, einfach an mit den Hömmele-Parallelen, die es da gibt, wo man einfach sieht, wie krass sich die Folge da am Klassiker Unheimlicher Drache bedient hat. Ne? Bankraub und Tunnel und Monsterfilme und insofern ist das der Klassiker, der mich da irgendwie angesprochen hat. Mhm. Ja, das ist spannend irgendwie, weil Unheimliche Drache ist so einer von den Klassikern, die ich tatsächlich relativ wenig gehört habe. Ich auch. Ja, also es ist tatsächlich klar, Klassiker und ist mir auch total bekannt und ich habe da auch sehr viele schöne, jetzt beim Wiederhören wieder so Erinnerungen bekommen, die ich schon lange nicht mehr hatte einfach, weil jetzt so in der neueren Zeit habe ich den so gut wie gar nicht mehr gehört und war dann doch auch an manchen Stellen noch so, wieder so ein bisschen überrascht, aber dazu später. Spannend. Mhm. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt, ja. Aber jetzt so ist es nicht deine Lieblingsfolge, Sebastian, oder? Nee. Ich meine, meine Lieblingsfolge haben wir ja auch schon längst. Das ist ja der Fluch des Rubins. Ja, das ist ja ein offenes Geheimnis. Aber ich habe meine Lieblingsfolge noch gar nicht, ne? Meine ja, wie kommt's? Also ja. Doch, halt. Natürlich hier, Tanzender Teufel, der Stefan. Aber Eich ist eine andere. Ich habe auch mehrere. Ja gut, ich meine, das Thema, dass wir halt bei unserem Tempo, halt nie dazu kommen, irgendwie alle Folgen zu besprechen und da immer irgendwie
ah, da ist noch so viel, was sich lohnt. Ja, das ist wahr. Ja. Aber ja, wie wäre es, wenn ich euch mal den Klappentext vorlese? Sehr, sehr gerne, oh, ja. Stefan. Was die Hülle verspricht, ein paar entlaufene Hunde zu suchen? Naja, das ist normalerweise kein besonders verlockender Auftrag für drei clevere Detektive. Doch kaum beginnen Justus, Bob und Peter mit der Suche, da erzählt ihnen der Hundebesitzer Mr. Allen von einem Seeungeheuer, das er an der Küste gesehen haben will. Wie bitte? Seeungeheuer? Doch Mr. Allen hat nicht gescherzt. Die drei Fragezeichen stoßen bei ihren Nachforschungen nicht nur auf einen leibhaftigen Drachen, der unheimlich hustet, sondern auch auf ein mysteriöses Höhlenlabyrinth, auf verschiebbare Felswände, bewaffnete Froschmänner und manch andere Merkwürdigkeiten. Wem gehört zum Beispiel die unheimliche Stimme am Telefon? Und was ist dieser Mr. Shelby für ein Mensch? Er nennt sich Spezialist für Tricks und Späße aller Art. Aber bald stellt sich heraus, dass man auch mit Tricks und Späßen entschieden zu weit gehen kann. Okay. Aha. Ist das der Klappen, also der Text vom Hörspiel oder ist das der vom Buch? Ja. Boah, der ist ja ewig lang, du. Das ist der vom Buch. Der ist lang, ja. Früher sind die auch, haben die auch, wurden die in der Kassettenhülle noch fortgesetzt, tatsächlich. Ja, der ist gut gemacht, ja. So, ich bin überrascht, wie viel der verrät, ja. Das. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hatte ich gerade so diesen Impuls zu sagen, man kann jetzt mittlerweile bei unseren Kommentaren zum Klappentext auch so ein bisschen Bullshit-Bingo spielen, was wir denn dazu wohl zu sagen haben. Und genau, der geht ganz schön weit in die Handlung rein und der verrät ganz schön viel und so, genau. Und der ist auch ganz schön lang. Ja. Und aber er ist erstaunlich literarisch, ja, finde ich. Also ja, das stimmt. So richtig mit Rhetorik und Spannungsbogen und so. Das haben wir noch nie gesagt, zum Beispiel. Das stimmt, ja. Ja, ja, aber jetzt stimmt. Schon aber und dann ist es auch beim Bullshit-Bingo dabei. So. Genau, ja, also schreibt's auf eure Zettel. Es ist halt auch, es ist auch nicht so U-Bahn, U-Bahn frisst, was sagst du immer, Brücke auf. Ja, genau, U-Bahn frisst Brücke auf. U-Bahn frisst. Ja. Also ich finde den tatsächlich, also der klar, literarisch und so, aber ich mag den nicht, weil er so viel verrät. Mhm. Ist mir zu viel. Ich finde gar nicht schlecht. Vielleicht spricht mich tatsächlich dieses Literarische an. Wie bitte, Seeungeheuer? Naja. Genau. Also es ist auf jeden Fall vom Stil her schön gemacht. Ja. Das gefällt mir. Ja. Also kommen wir zum Cover. Das. Ja. Vom Stil her schön gemacht. Das Cover ist eine absolute Ikone. Hammer. Das Wahnsinn. Kann man ja wohl nicht anders sagen. Ja. Ja, das war für mich als Kind definitiv der Archetyp eines Drachen. Wenn jemand Drache sagte, habe ich mir das so als Kind immer vorgestellt. Ja, stimmt. Das ist bei mir immer noch so. Wenn jemand Drache sagt, ich muss gestehen, dass ich da halt das alternative Buchcover, was es halt auch gibt, ne? Das liebe ich, dieses ganz alte mit dem dicken, also der sieht niedlicher aus, dieser Drache auf diesem alten Buchcover, aber der hatte so Grün- und Gelbtöne und ist so ein bisschen dicklich und gemütlich und der hat mich halt auch immer an tatsächlich so mein Lieblingskuscheltier damals, so mit 7, 8, 9 Jahren hatte ich so einen Drachen und der hieß Nessie und das war so das Kuscheltier, was mich immer überall hin begleitet hat und so. Insofern zu dem alternativen Buchcover habe ich noch eine engere Bindung, aber dieser rote Drache auf dem Hörspiel, der ist einfach geil gemacht. Ja, Kult. Das würde ich mir so als T-Shirt drucken, also ohne Text und alles, nur einfach so. Das finde ich, das sieht echt cool aus. Der hat auch sowas, der ist nicht zu bedrohlich, der ist nicht zu niedlich, der ist aber sehr präsent. Und ich meine, Hanno, du sagst immer so schön, das Deskriptive, es ist halt aber wirklich ein roter Drachenkopf mit grell weißen, scharfen Zähnen vor einem blauen Hintergrund. Ne? Ja, also es ist ganz, ganz simpel tatsächlich, ne? Ja, es ist auch von der Farbkomposition, da kenne ich mich nicht so aus, aber ist das nicht voll komplementär? Also das sieht echt stylisch aus. Dieses also Orange, ne? Zeitlos. Ja. Orange zu Blau in diesem, wie die sich so abheben hintereinander. Das ist einfach krass. Ja, das ist Kunst. Kann man nicht anders sagen. Genau.
Und das war halt schon damals auch als Kind, genau wie die drei Detektive, so, das könnte unser spannendster Fall werden. Und wenn du halt so als Kind in dem Alter auf Dinosaurier und Drachen und den ganzen Kladderadatsch und dann kommt halt deine Lieblingshörspielserie mit so einem Thema um die Ecke, dann funktioniert das. Ja. Das ist so. Die Folge zuvor ist Totenkopf, unser erster Fall, den wir besprochen haben. Ne? Und danach Grüner Geist. Mhm. Ne? Also reiht sich in eine sehr illustre und gute Reihe ein. Ne? So. Vor allem in so eine Gruselreihe. Ne? Ja. Ja, bevor wir in die Handlung gehen, müssen wir wahrscheinlich einmal noch kurz gucken, wer den Fall geschrieben hat. Ja, das ist nämlich Kin Platt, der sich das Pseudonym Nick West gegeben hat. Eigentlich klingt für mich Kin Platt viel mehr nach Pseudonym. Ja, irgendwie schon. Figur und Pseudonym, aber vielleicht keine war er nie Ahnung. Zufrieden. Ist halt derjenige, der halt nach dem Tod von Robert Arthur im 1969 erstmal das Zepter übernommen hat und zwei Bücher für die Reihe geschrieben hat, nämlich Unheimliche Drache und Rasende Löwe. Mhm. Aber eben auch nicht ganz unumstritten und kritiklos in seiner Art, die Bücher zu schreiben, geblieben ist. Ne? Man wirft ihm vor, dass er geklaut hat. Also ich fand es super tatsächlich auch an der Stelle irgendwie, erwähne ich gerne die Rocky Beach Homepage, die halt eine sehr, sehr coole Gegenüberstellung von Textpassagen hat aus verschiedenen Büchern, wo sehr eindrucksvoll gezeigt wird, wo er ganze Unterhaltungen, Themen, Sätze einfach so geklaut, copy-paste zusammengebastelt hat. Ne? Im Verschwundenen Schatz sagt Justus, ja, wir sollten eigentlich mal anfangen, so wie Gangster zu denken, und würden wir es schaffen, dass wir das und das klauen könnten. Und im Buch vom jetzt hier vom Drachen sagt er genau dasselbe. Ja, so. Mhm. Genau, das ist halt aber auch im Buch, ne? Das ist halt nicht bezogen auf die. Aber ich finde es trotzdem auch nachvollziehbar. Ja. Also, wenn du versuchst, eine Serie zu übernehmen, dann musst du natürlich an irgendwas anknüpfen, ne? Ja, aber wenn du wirklich jedes Mal dasselbe sagen lässt, ich meine. Ja, also guckt euch das mal an auf Rocky Beach. Das ist schon mehr als, ich halte das Erbe von Robert Arthur in Ehren und übernehme seine Ideen und Figuren. Aber ich meine, was letztlich bei rumgekommen ist und ob die Geschichte als solche wertvoll ist oder nicht, das müssen wir uns halt jetzt angucken. Ja. Ne? Ja. Ja, ganz zu Anfang herrscht Ferienlangeweile, kann man sagen. Ah, nichts los. Man spürt den Sommer durch die Ritzen der Zentrale drücken, würde ich sagen. Ja, dicke Luft spürst du da, ne? Und Peter möchte gern schwimmen gehen, glaube ich, ne? Mhm. Da klingelt das Telefon. Ja, und Justus ist echt angepisst, ne? Sei doch mal ruhig, Mann! Ja, ja. Am Apparat ist wohl, wer ist das eigentlich? Die Sekretärin von Alfred Hitchcock? Telefonistin, ja. Ja. Das ist die Frau von Jonathan Harker aus der Gruselserie Dracula. Ach so, die ist das. Und die sitzt bei Hitchcock im Vorzimmer. Das ist doch voll der Quatsch. Ich mich auch gewundert. Ich krieg sofort einen Gruselanfall, wenn ich die höre, weil ich das eines der gruseligsten Folgen fand. Okay. Ja, gut. Sie stellt durch zu Alfred Hitchcock und der sagt ja hallo und blablabla. Und wenn ihr nichts zu tun habt gerade, dann hätte ich einen spannenden Fall für euch. Ein Freund von mir vermisst anscheinend einen Hund. Ja. Anscheinend. Anscheinend. Genau. Die sind natürlich auf Zack, verfolgen, was in der Zeitung steht und wissen insofern, dass im beschaulichen Städtchen Seaside mehrere Hunde als vermisst gelten. Und insofern schlussfolgern sie, dass auch besagter Freund wohl in Seaside wohnen müsse. Und Hitchcock zeigt sich da sehr beeindruckt von. Dass sie noch nicht so eingebildet und blasiert sind wie andere. Ja. Wen er wohl da meint. Ich weiß, wie wäre denn eigentlich? Genau, TKKG? Ja, genau. Ich glaube, die gab es da noch gar nicht, aber ja. Ja, aber das ist eine schöne Szene, weil man halt Justus zuhören darf, wie er mit Hitchcock telefoniert und Hitchcock halt mit seinem Verstand beeindruckt. Denn Justus hat natürlich auch sofort die Betonung gecheckt, das Wörtchen anscheinend ist ihm aufgefallen. Das heißt, es geht natürlich nicht
oder nicht nur um den verschwundenen Hund. Und Hitchcock packt dann auch direkt nochmal ordentlich einen drauf und sagt, nee, es geht auch darum, dass mein Freund einen Drachen aus dem Meer hat auftauchen sehen. Und der wohnt halt irgendwie wohl ganz nah direkt am Ufer. Und der Drache ist aus dem Meer gekommen und in Höhlen unter dem Haus verschwunden. Da haben wir ja schon alles, ne? Haben wir ja schon alles, was spannend ist. Höhlen, Drachen, Klippen, ja. Meer. Ah. Und Justus, der Hitchcock stellt ja schon den Zusammenhang so irgendwie her, ne? Also, jedenfalls klingt es so, als würde er schon sagen, ja. Und ich glaube, das hängt zusammen. Für mich sind das ja erstmal zwei Phänomene. Ich sehe da noch gar keine Connection irgendwie so. Aber weißt du noch, wie das war, Sebastian, als du klein warst? Dachtest du damals, okay, alles klar, der Drache hat die Hunde gefressen? Habe ich nicht gedacht, aber ist total naheliegend jetzt, wo du das sagst, ja. Ja, aber ich weiß es auch nicht mehr. Das stimmt. Also, was ich da gedacht habe, aber. Aber ich glaube, man ist halt auch einfach sofort, also das Thema Hund ist, glaube ich, erstmal vergessen, ja. Wenn das Stichwort Drache fällt. Ja, und komisch auch, und, ne, dass Hitchcock eröffnet mit, er vermisst seinen Hund. Und nicht, der hat einen Drachen gesehen. Hitchcock hat die Ruhe weg. Ne? Ja, ja, ich meine, kommt ja schon mal so vor, ne. Ja, das ist aber klar, der Auftrag ist sozusagen im Sack, obwohl Peter ganz klischeehaft natürlich Angst hat und sie brechen auf nach Seaside und ich stelle mir das so vor, wirklich so einsame Klippen, wo vielleicht 3-4 Häuschen stehen, dass das so am Rande von Seaside ist. Ne? So ist meine Vorstellung im Hörspiel irgendwie und mega praktisch auch, ne, dass sowieso, ich glaube, Patrick ist es, ne, der da sowieso hinfahren muss und da setzt er die da halt ab. Genau, Bob hat natürlich direkt auch schon mal so recherchiert und haut uns um die Ohren, was man so zum Thema Drache halt schon weiß. Ne? Sagen Ungeheuer, Reptil mit Flügeln, Klauen, Spalt, Rauch und Feuer. Und ja. Peter ergänzt den kleinen Gag, dass er wohl vergessen habe zu erwähnen, dass Drachen nicht ganz umgänglich sind. Aber da finde ich Bob dann wieder schön und sagt, ja, aber Justus interessieren ja nur Fakten und weil es eigentlich keine Drachen gibt, ist das halt total egal, ob die umgänglich sind oder nicht, weil es gibt sie nicht. Ja. Ja. Und das ist so das Schöne von früher tatsächlich, dass sie es noch ganz pointiert darstellen, dass Justus dieser knallharte, rationale Typ ist, ja, im Gegensatz zu Peter, der immer in diese abergläubische Richtung geht, finde ich. Das ist so für mich so ein der Kennzeichen von damals, was mich auch so als Kind auch angetriggert hat und gut, was ich gut fand. Also so dieses Kühle von Justus, ja, so. Ja, aber was mir dann jetzt wieder aufgefallen ist, so im Nachgang ein Stück weit, ist, wie hierarchisch das aber jetzt auch ganz klar organisiert ist, ne? Ganz anders als in den anderen Folgen, weil es ist ganz klar, Justus interessieren nur Fakten. Und deswegen sucht Bob auch nur raus, was Justus interessiert, was Peter interessiert, interessiert eigentlich keinen. Ja, die entscheiden ganz demokratisch, richtig. Wie auch nachher so schön ironisch gesagt. Genau, es ist ganz klar, ne, organisiert so, nee, es zählt nur das, was Justus interessiert. Wir arbeiten Justus zu, sozusagen. Ne? Ja. Sie verneigen sich ja vor seinem Intellekt, aber ich glaube, Peter lässt es ja tatsächlich. Ja, und Peter, der Aufbegehrende. Also ich habe das immer überhört, aber tatsächlich, wenn man ja genauer hinhört, merkt man, dass er sich relativ häufig beschwert. Ne? Er setzt sich nur nicht durch, aber. Aber ich meine, ich finde es tatsächlich auch schön bei dem Klassiker, dass es genau so viele markante Dialoge gibt, die halt so die Charakterzüge beschreiben und auch genau dieses Miteinander kriegt halt Platz in der Folge. Das mag ich total. Mhm. Das kommt nachher nochmal für mich ganz doll raus bei Szenen. Und man merkt halt auch, ja gut, kurz weiter in der Handlung. Sie gehen zu Mr. Allen, ne? Ich finde insgesamt jetzt so im Vorfeld schon mal, diese Szene ist sehr, sehr kurz, finde ich tatsächlich. Ja. Für einen Auftrag, für so, also sie gehen da hin und er sagt, ja, hallo, und ihr seid die drei Fragezeichen, ne? Justus spult direkt schon ab, irgendwie, obwohl er überhaupt nicht gefragt hat, wofür die drei Fragezeichen stehen und so. Und er sagt, ja, aber ich habe ihn nicht nur gesehen, ich habe ihn auch gehört, ne? So, aber es war irgendwie anders. Es war mehr so ein Röcheln, Husten, als hätte jemand Asthma, ne? So, und zack, fertig, Ende. Ja. Ja,
Da merkt man die schneidende Hand. Ja, und das ist mir jetzt irgendwie, ist mir das sehr hart aufgefallen. Als Kind gar nicht so. Als Kind habe ich halt einfach die Informationen mitgenommen, die ich da brauchte und irgendwie die Stimmung, das war schon okay. Ne, so, aber jetzt merke ich irgendwie so, gerade wenn man auch neuere Folgen kennt, da fehlt mir irgendwas, da fehlt mir so ein bisschen Atmo. Es wird halt noch gesagt, dass er natürlich nicht an Drachen glaubt, weil er selber eben ja auch beim Film arbeitet und selber ganz viele Monsterfilme gedreht hat, insofern vom Fach ist und aber sagt, nee, das war schon ganz anders als in Monsterfilmen und ich finde es halt total doof eigentlich, dass in dieser Szene direkt das mit dem Husten erwähnt wird, weil das ist so total Holzhammer-Methode-Hinweis. Ja, ja. Das zieht sich durch die Folge durch und nimmt dann Spannung, wobei ich auch da sagen muss, dass einem das natürlich als kindlichem Hörer nicht so aufgefallen ist. Da bist du mit deiner Fantasie beim Thema Drachen, glaube ich, noch gut beschäftigt. Das stimmt und das ist auch vollkommen okay. Muss aber nicht immer heißen, dass es ein verstecktes Qualitätsmerkmal ist. Vielleicht sind Kinder auch einfach mit weniger zufrieden irgendwie so. Das stimmt meistens. Bei Süßigkeiten. Ist, klar, aber mich hat es auch nicht gestört. Aber jetzt fällt es mir auch auf und nicht erst beim x-ten Hören. Ich finde auch, diese Szene ist viel zu kurz. Und tatsächlich dieses Husten, ich blicke es gar nicht. Was soll das? Wieso sich das da durchzieht. Aber da auch Bingo spielen, da kommen wir ja noch drauf. Ne? Ja, sie verlassen Ellen und sie stellen aber fest, dass Patrick noch nicht zurück ist und sie quasi. Sie stellen, also das ist schon ein bisschen anders. Peter ist halt total im Schiss und fragt dann, wo ist eigentlich Patrick? So nach dem Motto, schnell, ich will hier weg. Auf jeden Fall nutzen sie die Zeit, um noch bei Mr. Carter und bei Mr. Shelby vorbeizugehen. Ja, so. Und Justus lässt die Bemerkung fallen, ob die anderen sich nicht auch fragen würden, wie komisch das sei, dass die anderen keine Hunde haben, wo das doch, um sie zu beschützen. Was mir nochmal diese Vision von dieser ganz verlassenen Gegend nochmal höher treibt. Aber ich mich frage echt, die sind zum Schutz hier, aber gut, ne? Ja. So. Aber Hunde zum Schutz. Aber ganz, ganz kurz, Leute, also die wollen zu einem Mr. Carter und einem Mr. Shelby. Die sind null erwähnt worden bis hierhin. Du weißt als Hörer überhaupt nicht, wer das ist und warum die da hin wollen. Krasser Scheiß, das fällt mir erst jetzt auf. Das habe ich auch ein paar Mal sehr wohlwollend überhört. Das fällt mir erst jetzt auf, wo du es sagst. Ich bin so, aber wir müssen ja da, wir könnten jetzt hier noch Mr. Carter und Mr. Shelby besuchen. Ja, coole Idee, aber wer ist das denn? Ne? Also, das stimmt, ist halt auch so sehr zackig geschnitten und man nimmt es halt dann so mit, aber ist mir halt aufgefallen. Stimmt, ich dachte, habe ich da was überhört? Krass, ey, ich bin gerade total erstaunt von mir selber, wie sehr ich in dieser Logik dieser alten Folge doch drin bin, dass ich mir diese Frage auch beim neueren Hören überhaupt nicht gestellt habe. Ja. Du hast abgefahren. So geht's mir auch gerade, dass du merkst, dass du in deinem Tunnel sitzt, ne? Ja. So, der ist so für dich komplett Tunnel. Deine Blase sozusagen. Aber ich meine, ich muss es noch kurz, die Szene davor war zum Beispiel für mich so eine Szene, die ich total spannend finde, weil da Charakterbeschreibung drinsteckt, die irgendwie so typisch ist, aber irgendwie auch so ein bisschen schizo. Dieses Justus macht das Gartentor zu und Peter zieht ihn dann so ein bisschen damit auf, dass es ja wohl extra vorsichtig zumacht, um den Drachen nicht zu verschrecken, so ungefähr. Dann reagiert da Justus drauf mit so einem, das Gartentor wird den Drachen wohl nicht aufhalten. Und dann ist Peter so aufrichtig in Angst. Und das ist so albern eigentlich. Also der kippt halt selber da so in seiner Wahrnehmung, in seinen Äußerungen so hin und her. Ja, das ist. Das macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, es ist ein bisschen, weil Justus mit auf den Zug aufspringt, als gäbe es wirklich Drachen. Ich glaube, für Peter ist es total beruhigend, dass Justus, der Kühle, die ganze Zeit noch sagt, es gibt keine Drachen. So von seiner Haltung her. Und genau diese Haltung gibt Justus ja an der Stelle auf und sagt, er wagt zu bezweifeln, dass sowas für einen Drachen ein ernstzunehmendes Hindernis wäre. Und verarscht den. Ja, natürlich. Ja, aber da kommt ja so, Peters Gag kommt so als Bumerang zurück. Und darauf ist er so null vorbereitet. Ja, ja, ne? und für Peter ist das dann so eine, okay, alles klar, ne? Ja. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall witzig. So, dafür nehmen sie sich halt Zeit, für diese kleinen Unterhaltungen zwischen den dreien. Das finde ich ganz geil. Aber dafür geht halt offensichtlich echt einiges andere, wird dann Aber so Charakterzeichnung ist ja auch wichtig. Ja. Vielleicht, wenn die noch so frisch war, die Serie, ne? Also, dass man das noch deutlicher vorstellen will, ne? So. Weil das ist ja wirklich die ist sehr knapp geschnitten. Ich habe mich eben schon gefragt, Sebastian, als du erzählt hast, ja, dann stellen sie die Karte vor, dachte ich, wieso schneidet er das eigentlich nicht? Das kommt doch echt 100.000 Mal vor. Ja, aber damals ja noch auch, nicht. Ja, vielleicht, weil die da echt darauf Wert gelegt haben, irgendwie so. Ja, das ist ja auch eine mega Szene. Also da habe ich auch schon nostalgisch wieder dieses, das Fragezeichen ist unser Gütezeichen und so. Das gehört da rein, auf jeden Fall. Das ist geil. Ja, auf jeden Fall. Sie gehen zu Mr. Carter und in Justus fällt messerscharf auch der ordentliche Vorgarten auf. Und er schließt auch daraus auf den Charakter von Mr. Carter, als ein ordentlicher Mensch sei, vermutlich ein gewissenhafter. Und, ich drück mal die Bimmel. Die Bimmel, ja, genau. Es macht ihn eigentlich schon von vornherein ein totaler Griesgraben auf. Ich hasse Hunde. Ja, genau. Also Mr. Carter, Junge. Ein Wutbürger. Ja, er ist von vornherein schlecht drauf. Und ich finde aber total cool, wie der Justus, der hat es drauf, gesprächsführungsmäßig. Ne? Ja. Also er fragt, wieso hast du Hunde, du Opfer und so. Ja, könnte er ja auch. Sicherlich haben sie ihre Gründe. Warum sie diese Tiere nicht mögen. Ja, wenn er einfach nur fragen würde, könnte es dem anderen so vorkommen, als müsse er sich rechtfertigen. Aber so schickt Justus quasi eine unbedingte Wertschätzung voraus, ne? Und gefolgt von so einem echten Interesse. Also sicherlich haben sie Gründe dafür, dass sie diese Tiere nicht mögen und so. Das ist schon sehr geschickt gemacht, wirklich. Würden Sie uns sagen, was die Hunde Ihnen getan haben? Na, was sie immer tun! Sie jaulen den ganzen Nacht den Mond an und hinterlassen Dreck und trampeln meine Pflanzen. Ja, aber der Kater fühlt sich abgeholt, sag ich mal. Seht euch nur meine Primeln an! Ich finde das so geil, wie der sagt, ich hasse Hunde! Ja, aber es ist mir das eine der Schlüsselszenen, die wir auf jeden Fall, die ja schon oft von uns oder vor allem von Hanno rezitiert wurden. Er kommt zurück mit einem Gewehr, ja, und sagt: Ja, eine Schrottflinte. Genau. Ja, ist legendär. Steht es eigentlich auch so im quasi Buch? Ja, er ist, er sagt eine Schrotflinte tatsächlich. Ja, ist also mit einem T, okay. So. Aber es ist klar, dass er sie sehr stark bedroht. Also sie haben sehr große Angst. Und jetzt ist natürlich auch klar, warum der keinen Hund zu seinem Schutz braucht. Er hat nämlich ein Gewehr. Ein Arsch. Aber wir können mal in die Shownotes auf jeden Fall packen, hier von stupidia.org. Da gibt es auch so einen Eintrag zur Schrottflinte. Genau, und Ich weiß, was das ist. Ich weiß, ich hab's. Das ist das Gleiche, was Mr. Thurgood benutzt, um Schrott in die Wand zu schießen. In seiner Mine. Das ist die Schrottflinte. Genau. Ja. Hey, Carter, alter Kumpel, ich habe gehört, das ist voll die super Erfindung, die du allen Leuten vorstellst und alle rennen nur weg immer. Ja, weißt du, so, ich stell mir so einen Vorderlader vor, weißt du, wo du vorne so Schrott reinpackst. Sparsam. Geil. Schwabenflinte. Genau. Aber ist es nicht so, also jetzt mal ganz ehrlich, für das kindliche Ich ist in dem Moment klar, Carter war's, ja? Das ist der Drecksack, der die Hunde auf dem Gewissen hat, oder? Ja. Also das denkt man doch. Ja, gleichzeitig denke ich als Kind aber auch, um die Hunde geht's hier überhaupt nicht. Wo ist eigentlich der Drache, was ist los? Ja, aber man denkt schon, der macht sich sehr verdächtig. Auf jeden Fall. Ja, also und alle guten Dinge sind drei und sie gehen anschließend zum Haus von Mr. Shelby und Shelby mein Vorname. Ich heiße Tuckerman. Shelby Tuckerman. Shelby Tuckerman. Der so, ja genau. Fiel mir da sofort auf. Als sie jedenfalls das Grundstück betreten, und im Buch ist es auch viel, viel verwinkelter und viel länger, weil ich finde, es kommt sehr kurz vor, du hast das Gefühl, es
also es passieren im Buch viele Dinge, die werden so ein Käfig fällt über den zusammen und also so verschiedene krasse Sachen. Es ist so, als würde der tatsächlich nicht wollen, dass jemand vordringt bis zu ihm. Oder Justus interpretiert das so, dass er sagt, ich glaube, der wird uns prüfen, wie lange wir durchhalten, irgendwie so. Und davon ist im Hörspiel ja quasi nur übrig geblieben, das Gartentor hinter ihm zufällt. Die Tür, sie hat sich von alleine geschlossen. Ein Raubvogel auf sie herabstürzt. Ja, wobei das natürlich auch wichtig ist, das muss man, glaube ich, schon so popkulturell einfach auch mal dann eine Reminiszenz an die Vögel von Hitchcock aus dem Jahr 1963. Ja, ich meine, und wenn so das Thema Monsterfilme und Tierhorror und sowas auftaucht, dann bist du natürlich mit den Vögeln auch echt weit ich vorne. Ich muss da an Augsburger Puppenkiste denken. So. Ah, an Fäden. Ja, ja, weil an Fäden. Und so. Ich denke immer, dass so ein fliegendes Rummel aus dem Eis kommt da auf die runter. Ja, genau. Also ich würde mich mal festlegen, dass wenn der Nick West schon so einiges geklaut hat, dann wird ihm bei der Szene auch wahrscheinlich eher was zu den Vögeln durch den Kopf gegangen sein. Ja, der hat halt sehr tiefgründig geforscht. Ja, er hat so wenig mit Augsburg zu tun. Ja. Aber genau, also ich meine auch da, ich habe mal sehr cool so ein Making-of zum Thema die Vögel gefunden, nämlich wie die das damals gedreht haben und so, das können wir auch mal. Es war Legendary, ne? Die haben das irgendwie mit mehreren Filmen übereinander und so, ne? Das war sehr, sehr geil. Und aber ich meine, man darf da auch nicht zu viel tatsächlich recherchieren. Dann macht es nämlich auch so ein bisschen die Figur des Hitchcock schnell, zumindest streitbar. Dann findet man nämlich auch einiges so zum Thema Anschuldigungen sexueller Nötigung und Belästigung. Und der muss wohl ziemlich tatsächlich manisch auf die Hauptdarstellerin fixiert gewesen sein. Davon habe ich auch mal was gehört. Tippi Hedren. Das scheint bei Regisseuren auf jeden Fall ein Ding zu sein. Sehr genialer, aber auch sehr unangenehmer Zeitgenosse irgendwie. Aber fand ich halt spannend, weil es in dem Kontext so mit Monsterfilm und Hitchcock mich halt irgendwie eingeladen hat, da nochmal quer zu recherchieren. Und die Vögel. Tja, passend. Ja, aber Mr. Shelby stellt sich dann auch schon direkt lachend und hustend und asthmatisch quasi vor und lacht sich da einen ab und hat sich einen riesen Spaß daraus gemacht, den Jungs da einen Schrecken einzujagen. Der war natürlich auch perfekt darauf vorbereitet, dass die kommen. Der hat wahrscheinlich irgendwo so eine Bimmel an einem Faden und hat festgestellt, dass da jemand kommt. Meinst du, der Wortwitz ist Absicht? Justus sagt, dass der ein Spaßvogel sei. Ja, ich glaube, das ist Absicht. Echt? Okay. Ganz klar. Ja, ja. Auf jeden Fall hat er nur darauf gewartet, dass endlich jemand in seinen Garten kommt, da abgelegen, und damit er dann seine Show abziehen kann. Ich weiß nicht, ob er das jetzt jeden Tag mit dem Postboten macht oder so. Jetzt, wo er schon keinen Hund mehr hat. So, aber er ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Zeitgenosse. Scheinbar, ne? Ja, ich finde, man muss vielleicht noch einschieben, ne, Stichwort Wink mit dem Zaunpfahl, dass der Erzähler sich ja einschaltet zwischendrin. Stimmt. Und fragt sich, ob Alan nicht Shelby anstatt des Drachen husten gehört hat. Und da habe ich auch gedacht, wie viele Hinweise brauchen wir denn noch? Ja, ne? Genau. Ne, schreib's doch gleich in Klappentext. Ach so, nee, habt ihr ja, sorry. Ja, genau. Wie viel auf die Fresse? Ob er Mr. Allen beim nächtlichen Baden mit dem Drachen verwechselt hat. Wo ich auch denke, wie soll das passiert sein? Das ist halt alles die Frage der Drogen, die du dir einverleibst. Ne? Ja, gut. Ja, was wurde so Ende der 60er gereicht? LSD? Das ist ja 79. Das würde vermutlich alles erklären. Ja. Timothy Leary lässt grüßen. Ja, ja, aber Justus will ja gegenüber Shelby, sag ich mal, verstehe ich auch, ja, möchte nicht wirklich rausrücken mit der Sprache. Na, er macht so ungefähre Andeutungen, dass wenn etwas Seltsames vorgehen könnte, was der eine bemerkt hat, es ja dem anderen auch auffallen müsste. Ne? Peter ist da gerne behilflich, weil er hat das Gefühl, dass es zu verschwurbelt.
Genau. Hat er ja auch recht. Ja, aber Thema Datenschutz dann. Ist Peter wohl noch nicht so geläufig in seinem Jungspundalter. Und er plaudert halt total aus, dass Mr. Allen wohl einen Drachen gesehen hat und so. Und weiße Mäuse. Ja, genau. Und dass das ja so überhaupt nicht zu verstehen ist. Und das finde ich ja so geil, wie dann Mr. Shelby sagt, ein Drachen, ja, davon gibt's hier Hunderttausende. Es wimmelt geradezu so vor Drachen. Ja, ich finde aber auch sehr geil, wie Justus da reagiert mit, das hättest du nicht sagen dürfen. Ja. Also er ist da so ehrlich erschrocken und angepisst, dass irgendwie sein Detektivkollege da nicht genauso schnell schaltet wie er. Ja, lässt Peter damit halt als den größten Lump überhaupt dastehen, ne? Wenn er so moralisch integer ist. So. Ja, das ist ja nicht unbedingt so ein Moralproblem, sondern eher so ein Taktikproblem. Ne? Also er begründet das. Ich glaube halt, dass Peter damit einfach zu viel preisgegeben hat. Und ich meine, Bob macht es halt nicht besser, weil der halt direkt noch einen draufsetzt. Als letzter schaltet und sagt, ja, aber der hat auch gesagt, dass du den nicht nur gesehen, sondern auch noch gehört hat. Der hat gehustet. Ja toll, da haben wir jetzt alles ausgeplaudert. Heutzutage würde man sagen, Peter, das ist Täterwissen. Ja, nein, aber darum geht es gar nicht. Justus begründet das damit, dass man das nicht ausplaudern darf, was ihnen anvertraut worden ist. Also das Wort Vertrauen steht im Raum und damit begründet Justus das. Und das finde ich falsch irgendwie. Ja, das ist so eine Detektivehre vermutlich. Ja. Weißt du, ich glaube, die finden ihr Profil noch. Also so, ich glaube, dem Justus geht es wirklich so, Mensch, ich mein Klient und so, ne? Und den schütze ich über alles vielleicht. Naja, gut, auf jeden Fall, jetzt ist es raus, Mr. Shelby macht sich da sehr drüber lustig, ne, so, und der macht seine, also ich finde die Sprecherleistung da aber auch echt gut, muss ich sagen, also der macht seinen Job da echt toll, der Mann. Das ist doch Mr. Fentress aus dem Superpapagei, oder? Ja. Den mag ich nicht, aber das liegt nicht an ihm. Ja, ich meine, Mr. Carter hat sich eben verdächtig gemacht. Ich finde, jetzt ist es halt so ein bisschen seltsam, wie deutlich auch Mr. Shelby dann noch was sagt, wo man einfach aufmerksam ist. Ich gehe nicht zu den Höhlen. Das letzte, ist halt so dieses wirklich Wink mit dem ganzen Zaun. Das ist viel zu gefährlich, in die Höhlen zu gehen und die Treppe darunter zu gehen. So ein falscher Schritt und ihr seid tot. Ich würde da auf keinen Fall runtergehen. Aber da wird er zum ersten Mal ernst. Das ist das allererste Mal, dass der irgendwie nicht sich da tierisch einen ablacht und sarkastisch ist oder so, sondern das ist das erste Mal, dass der wirklich ernsthaft sagt, ne, und auch eine Begründung hinterher schiebt und sagt, ne, hier mit Erdrutsch und so weiter, dass er da schon auch ein Stück weit besorgt rüberkommt. Aber er müsste auch klar sein, dass wenn er drei Jugendlichen sagt, geht nicht in die Höhlen, was dann passiert. Also kein Meister der umgekehrten Psychologie. Nein, absolut gar nicht. Wie du sagst, Hanno, ne? wenn man drei Jugendlichen sagt, geht auf keinen Fall in die Höhle, tada, was werden sie wohl als nächstes machen? Auf zur Höhle. Außer Peter. Du hast recht, Stefan. Wenn es jetzt nach Peter ginge, würden sie jetzt nicht so dem Teenie-Reflex nachgeben und das Abenteuer suchen, sondern brav auf Patrick warten und nach Hause fahren. Und genau, da kommt genau diese Szene, wo Justus ganz demokratisch, weiß ich nicht, wegen Übergewicht zählt seine Stimme doppelt oder so, aber er entscheidet halt, dass es jetzt zu den Höhlen geht. Ja, ne? Genau. Und er läuft voraus. Die anderen so etwas zögernd hinterher, ne? Ja. Und er läuft diese Treppe hinunter und die, während sie alle da drauf sind, bricht die zusammen und sie fallen in den Sand. Und es muss wohl schon schlimmer sein. Ich finde, im Hörspiel ist es so irgendwie so ein bisschen locker oder so, aber ich glaube, das ist schon. Ja, es ist eine meiner Lieblingsszenen im ganzen Hörspiel. Ey. Mal abgesehen davon, so dass ihr beide gleichzeitig auf mir gelandet seid, mir geht's gut. Genau. Es ist halt so schön, wie die sich so necken und frotzeln. Und, aber mir ist auch aufgefallen, dass in den alten Hörspielumsetzungen das alles doch sehr ähnlich klingt. Also dieses und so kann man im Prinzip gleichzeitig in vielen Hörspielen ähnlich setzen.
Ja, auch wenn sie nachher in die Höhle rennen oder sowas. In die Höhle? Na, mach schon, in die Höhle. Beeil dich, du auch. Ah, wir werden verschüttet. Also genau wie Terror Castle. Ne? Da sind viele genau, Parallelen. Ja, wer weiß. Haben wir ja schon mal festgestellt, dass das fast wie so Audioschnipsel sind, die dann fast 1:1 kriegen. Ja gut, sie waren auch noch sehr jung, ne? Ja, vielleicht musste ja Frau Körting am Anfang der Sprecherkarriere ein bisschen nachhelfen, um Authentizität zu produzieren. Und sie wollte sie dann nicht jedes Mal schlagen und das dann einfach immer wieder. Ja, das ist nein, üble Verleumdungen sind das. Ja. Ich stelle nur Fragen. Aber gerade in der Szene finde ich das total unangebracht, weil gerade in der Szene doch die Chemie zwischen den dreien und die Sprecherleistung der drei zusammen schon also wirklich total geil ist. Also die haben doch irgendwie spürbar Spaß auch da gemeinsam hinterm Mikrofon und in ihrer Rolle und den Justus damit aufzuziehen, dass die Brücke unter seinem Gewicht zusammengekracht ist und er es dann aber dann so hinstellen will, als seien sie schuld. Und ich mag das total gerne, diese Szene, und finde nämlich, dass die so richtig gut zusammen funktionieren. Ja, da hast du auch recht. Das ist wirklich sehr charmant. Ich habe mich als Kind als erstes mal gefragt, was da eigentlich, wie kommen die ja jetzt wieder zurück? Ja, das ist witzig, das habe ich mich auch jetzt beim Hören gefragt, so tatsächlich. Ja. Aber das ist ja wie beim echten Strand irgendwie. Es gibt dann, glaube ich, so alle 1000 Meter, wie in der holländischen Nordseeküste, alle 1000 Meter gibt es dann so einen Abgang irgendwo. Ne? Das haben sie auch, habe ich mich auch gefragt, und das sagen aber die Männer, die ja auch nachher kommen und sie suchen. Ja, stimmt. Die sagen nämlich auch sowas, dann haben die nämlich irgendwie die nächste Treppe benutzt oder sowas, genau. Ja, aber du hast recht, Sebastian, das war auch nur Gefrotzel. In Wirklichkeit ist es eine sehr charmante Szene. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man nochmal was von dem freundschaftlichen Kit auch mitkriegt, der die drei verbindet. Und Justus ist dann aber auch so, also hat dann das letzte Wort oder quasi präsentiert ihnen ja dann die angesägten Stufen. Ne? Und damit ist klar, jemand wollte auch nicht, oder jemand wollte, dass wenn einer runtergeht, dass er dann auch runterfällt, ja, zumindest. Ne? Also es ist schon sehr seltsam. Und es passiert noch was dabei. Ihnen ist auch irgendwie ein Stück weit, weil sie sind ja auf dem Weg ins Gefährliche, ihnen ist aber auch der Fluchtweg abgeschnitten jetzt an der Stelle. Ne? Ja, man fragt sich halt schon, ne? Warum wurde diese Treppe angesägt oder wann wurde diese Treppe angesägt? Das muss ja schon weit vorher passiert sein. Das kann nicht jetzt ausdrücklich als Falle für die drei Fragezeichen passiert sein, sondern eher so als allgemeine Vorsichtsmaßnahme, wobei man sich halt auch denkt, weißt du, wenn halt 500 Meter weiter den Strand runter die nächste Treppe ist, macht das? Hätte man es vielleicht auch sein lassen. Ja, und die Frage ist auch, ist doch niemand seitdem diese Treppe gegangen? Ja, das glaube ich schon, das ist sehr einsam. Aber ich hätte die Treppe halt gleich kaputt gemacht, damit da keiner runtergeht. Dann sagt, ach nee, das muss ich ja 1000 Meter latschen bis zur nächsten und dann nochmal zurück, da habe ich keinen Bock. Ja, das macht irgendwie keinen Sinn. Also es ist halt für den dramatischen Effekt und die Action-Szene, die wir drin haben. Ja, und es ist irgendwie auch so ein bisschen dieses Wegbleiben. Ja, ja, das ist es. Richtig, der erste Teil ist Wegbleiben sozusagen. Mhm. Ja, es geht weiter, sie finden Reifenspuren und sie stellen sehr, oder ich glaube nicht, Justus ist es, glaube ich, der sehr messerscharf kombiniert, dass Reifen, die von der Küstenwache wären, die da, oder von der Strandwache oder whatever, ja, die da patrouilliert, dass die ja natürlich parallel zum Meer verlaufen würden, während die Reifenspuren, die sie da sehen, ganz klar vom Meer in die Höhlen führen. Oder andersrum. Oh, ja, oder andersrum, ne? So, genau. Ja. Und Peter schließt daraus eigentlich die Wahrheit, sozusagen. Er hat's. Dass Alan einen Jeep für einen Drachen gehalten hat, oder er hofft es zumindest, dass das vielleicht die Erklärung für alles sein könnte. Ja, weißt du, was man nicht alles mit dem Drachen verwechseln kann. Badende Menschen, einen Jeep. Oder das, was alles jetzt kommt, Taucher. Genau. Ja, auch ein Drache. Auch. Weißt du, wenn du einmal in dem Film bist, dann ist alles ein Drache. Ja. Genau, also sie wollen zur Höhle und weil Justus sagt, ja, ist schon möglich, aber lass uns mal nachschauen. Ich denke, der beruhigt jetzt da auch den Peter, damit er mitkommt in die Höhle. Und kurz bevor sie in der Höhle sind,
drehen sie sich ja um und decken das, was aus dem Wasser kommt und fürchten sich erst, wenn sie denken, oh Gott, das würde nicht der Drache sein. Wo immer jeder denkt, Drachen kommen aus dem Wasser. Ich denke, bei Drachen kommen Wände aus der Luft, ja, ich oder so, aber... aus dem Vulkan. Ja, aus dem Vulkan. Aus, ja. Ja, genau, aus der Lava aufgetaucht. Und ja, sie entdecken aber, es sind Taucher, ja, Eintaucher. Eintaucher ist es, der aus dem Meer kommt. Mhm. Ne? Ja, und erstmal sind sie lachen so und was weiß ich, aber Justus fällt dann auf, ach nee, Moment, Vorsicht, der hat eine Harpune. Und Peter dann so total pragmatisch, ja, dann ist der halt irgendwie auf Fischjagd gewesen oder was, ne? Und dann fällt aber auf, ne, Moment, der zielt auf die Jungs. Ja. Das ist mal eine Ansage. Ja, finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall eine Bedrohung, so. Ja, ist auch besonders fies, oder? Harpune, oder? Da denkt man doch, ja. Oh, wie ekelig, ne? Wenn da einer mit der Harpune auf dich schießt, das ist irgendwie schon eine dann fiese frage ich Nummer. Mich aber auch, wie weit schießt so eine Harpune eigentlich? Eine gute Frage. Ja, so weit können die natürlich aber auch nicht voneinander weg sein. Ja. Ich meine, es ist jetzt ja auch kein kilometerlanger Strand. Oh, dann stellt sich aber jetzt gleich noch eine andere Frage, finde ich. Nämlich? Wie schnell man vom Strand mit Schwimmflossen laufen das, kann. Ja, genau, also wie schnell ist man vom Strand in der Höhle? Weil die laufen ja jetzt, also die flüchten nach vorn in die Höhle, weil es bleibt gerade irgendwie kein anderer Weg übrig. Fragezeichen? Weiß ich nicht. Also ich habe eine Höhle eher als Sackgasse im Kopf. Muss ich einfach so, ne? So, und wenn ich flüchte, dann gucke ich doch, dass ich den Strand langlaufe und meinen Vorteil nutze, dass ich vielleicht irgendwie schneller unterwegs bin, wenn ich keine Schwimmflossen anhabe. Ne? So, und gucke, dass ich die nächste Treppe wieder hochkomme, anstatt in eine Sackgasse zu laufen. Hm. Ich würde denken, er kann nur einen treffen, lass es zu dritt auf ihn los. Ne? Ja, also auch gewisser Pragmatismus. Ich bin nur nicht der, der in der Mitte ist. Der will ich nicht sagen. So, Sebastian, jetzt gibt es noch die drei Reflexe. Gut, du würdest erstarren. Genau, ne, ich meine, der Justus gibt halt das größte Ziel ab, aber gut. Aber genau, ich meine, für mich ist dieses Froschmann mit Harpune und so, da war für mich so auch schon als Kind genau dieses James-Bond-Ding. Mhm. Das ist so, das habe ich total mit den alten James-Bond-Filmen verknüpft und insofern ist das total klare Bilder zu im Kopf und mega bedrohlich, aber auch mega interessant. Also das ist auch so eine, das ist super, dass da so ein Taucher mit Harpune auftaucht und die zur Flucht in die Höhle zwingt. Das ist geil. So taucht ja auch nochmal auf. Er taucht nochmal auf. Teufelsberg. Teufelsberg, genau. Ja, grandios da. Also da musste ich sofort dran denken. Also da sind für mich die Ähnlichkeiten riesig. Ne? So. Mhm. Aber ja, klar, das ist also das interessant. Hat er da tatsächlich auch geklaut, ne? So. Ja. Weil das häuft sich ja jetzt dann mit den anderen Sachen, die noch kommen. So, ne? Diese Reminiszenzen sozusagen. Ja. Gut, ich meine, das Thema verschiebbare Bretterwand, Geheimwand, das haben wir auch nirgendwo anders jemals vorher gelesen und gesehen. Willkommen in der nächsten Szene. Genau, sie flüchten in die Höhle. Die erste Wand ist offensichtlich von Bob total schnell entlarvt als eine künstliche Wand, die er lapidar mal eben wegschiebt. Und diese Zeit haben sie, verstehst du? Du meinst sie, jetzt die Bretterwand? Haben die Zeit, ja, sie, genau. Sie haben die Zeit, diese Bretterwand unten auszubuddeln, das Brett irgendwie rumzudrehen, sich dahinter zu verstecken, Peter nochmal Spähen zu schicken, der kommt zurück und sagt, unser Problem hat sich verdoppelt. Sie haben die Zeit da entspannt, erstmal zwei vorher und Justus zu fett. Er sagt selber, ich bin zu fett. Genau. da noch mit Schmierseife durchzuflutschen. Ja. Ja, so, das ist mir zu lang irgendwie für zwei Taucherrennen vom Strand in die Höhle. Ja, das ist, aber eigentlich ist es schön. Ich finde das eigentlich cool, wenn Peter zurückkommt und er so den Druck erhöht, sagt, sie sind zu zweit und sie kommen, ne? So, das ist, da geht so dein Adrenalin hoch. Ist eigentlich schön, ne? Aber es ist natürlich, das ist alles so verdichtet bis zur Unkenntlichkeit fast. Ja, aber das ist es geil. Es ist die erste wirklich richtig spannende Szene in diesem Hörspiel. Die erste. Justus hat richtig Schiss auch, ne? Also. Ja.
Das ja, hörst du auch, ja. Das ist wirklich, das ist schon krass, aber du verlierst so schnell die Orientierung. Also, das ist so, das geht ja noch weiter später mal. Aber ich finde, das ist so, das geht mir auch zu schnell. Ich hätte da gern ein bisschen mehr Zeit gehabt, um diese Spannung aufzubauen. Das stimmt schon. Aber das ist ein Hörspielproblem, ne? So ist es ja oft. Ja. Ja, die beiden, sie verstecken sich offensichtlich. Die beiden Taucher suchen die Höhle ab. Man hört sie halt, wie sie miteinander sprechen und sich wundern, wo die denn wohl hin sind. Und es wird noch so eine Pseudo-Erklärung gegeben, so nach dem Motto, sie sind irgendwie einmal mir aus dem Blickfeld entwischt, als ich mich nach dir umgesehen habe. Und dann sind sie vielleicht den nächsten Treppenaufgang hoch oder sowas, keine Ahnung. Insofern verschwinden die zwei Taucher wieder. Und die drei sind mit dem Schrecken davon gekommen und beschließen halt jetzt auch möglichst zackig zu Patrick zurückzugehen und erstmal den Rückzug anzutreten. Ne? Ja. Ja. Wohin sind die Taucher? Sind die wieder rausgelaufen, oder? Nee, die machen jetzt ihre Arbeit in der Höhle. Ja, aber in der Höhle ist ja... Nee, die sind ja aus der Höhle wieder raus. Ne? Also in der Höhle ist ja gar nichts. Vielleicht gehen die dann halt den Strand... Also es ist ja, da werden wir ja noch drauf kommen, aber ich finde, dieses Höhlensystem ist sehr schwer zu durchschauen, irgendwie so. Weil eigentlich sind die Jungs ja da, wo es in die eigentliche Höhle reingeht. Und theoretisch wären ja die Taucher da auch hingegangen, wenn sie auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz sind. Das ist mal ein Arbeitsweg, wa? Ja, aber ja, weiß man nicht. Ja, also ich finde das sehr schwierig tatsächlich. Aber ja, egal. Der nächste Tag bricht an und sie treffen sich in der Zentrale und sie beratschlagen sich über das weitere Vorgehen. Und während Peter natürlich der Meinung ist, das war's, ja, das reicht mir jetzt schon mit zwei Tauchern, die uns auflauern und uns abknallen wollen, meint Justus, ja, folgerichtig, sonst brauchst du ja kein Detektivunternehmen aufziehen, dass sie auf jeden Fall gucken müssen, was hinter dem Gang ist, was hinter dem Bretterzaun ist, weil sich da noch ein Gang befinden würde. Also den hätte er gesehen. Ja. Ja. Ist ja eine legendäre Szene, die uns ja auch zu unserem mehr oder weniger gelungenen Intro inspiriert hat. Ne? Ja. Man muss die Höhle untersuchen. Ist dir das denn nicht klar? Nein! So. Nein! Nein! Ich will das nicht. Halt, stopp, ich will das nicht. Ja, das ist echt witzig. Ja, genau. Wir haben dann kommt der Wegbleiben-Moment. Genau, wollte ich gerade sagen. Der Wegbleiben-Moment. Ja, Kurzgeräusche am Telefon. Ja, genau. Und Justus fragt natürlich, warum wegbleiben. Sehr schlau, ne? So. Und wer von euch hat Shelby nicht erkannt? Ich finde, der ist ja so deutlich zu erkennen, oder? Ja. Ja, es wird ja auch gehustet und geröchelt und der Erzähler sagt, es wird gehustet und geröchelt und es ist halt, das springt einen halt echt an. Ja, wie viele Zaunlatten? Hat der Zaun. Ja, hat der Shelby locker, genau. Hat er eigentlich noch, genau. Hat er denn noch alle Latten am Zaun? Ja. Ja, also da ist es eigentlich ja schon klar. Aber für Peter nicht. Für Peter ist das unglaublich gruselig. Für Bob auch. Aber diese Drohung ist ja auch so ein bisschen random. Ne? Das Tote reden was heißt nicht. Das? Ist es jetzt eine Selbstaussage? Meine Güte. Also, jetzt, wenn wir nach Schulz von Thun mit den vier Botschaften gehen, was ist das denn hier so, vier Aspekten? Ist das jetzt eine Selbstoffenbarung? Sagt er, also ich als Toter rede nicht, deswegen frag mich bitte nicht. Oder ist das eine Drohung? Also so, ich werde dich töten und dann redest du nicht mehr. Oder so, also es ist, finde ich, schon schwierig. Es ist auf jeden Fall Appellohr. Ja. Das ist einfach wegbleiben. Stirb. Ja, oder genau, meint er, du stirbst, wenn du jetzt weiter zur Höhle gehst. Oder wollte er quasi eine Erklärung liefern, warum er warum er keine Erklärung abgibt, weil er ja nicht redet. Ne? Witzigerweise ist das ja ein, wäre das ja ein, wie nennt man das? Widerspruch in sich selbst. Das ist ein Paradoxon. Ja, ich weiß nicht, also so... Jetzt hast du aber einen raus, Stefan, hier noch. Ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich sage jetzt Solipsismus, aber das stimmt nicht. Aber wenn man einen Widerspruch in sich selbst immer... Also so ich bin tot oder so, das kann ja ich nicht bin sein. Ich bin jetzt weg. Ja.
Und ist der interessanteste davon. Da bist du, du stehst doch da. Naja. Ja, aber es ist halt seltsam, weil man hat halt so, es wird halt auch nicht weiter gefragt, warum das gesagt wird. Ich meine, es wird jetzt Gott sei Dank nicht noch weiter auf so eine Geisterschiene irgendwie da eingestiegen. Es wird einfach ignoriert. Und was übrig bleibt, ist die Drohung, dass es halt lebensgefährlich ist, sich damit weiter zu beschäftigen. Und insofern ist der Fall dann hier zu Ende. Ja, genau. Punkt. Weil Tote reden nicht. Ja, nächster Tag und Bob hat erstmal was vergleichsweise Ungefährliches gemacht. Er ist nämlich in die Bibliothek gegangen. Mhm. Ja. Und er hat was rausgefunden, nämlich, dass dieses Höhlensystem unter Seaside wohl ganz schön ausgedehnt sein muss. Es sollte nämlich irgendwann mal eine U-Bahn gebaut werden, die, weiß ich nicht, vom Zentrum von Seaside, wie weit das wohl weg sein wird, bis ins Meer fährt. Ja. So. Ja. Ja, es kippt da die Leute mit dem Handtuch direkt genau, aus am Strand. So. Ja. Ja, aber die Geldgeber haben nach der Hälfte, also nachdem sie die Tunnel gegraben haben, festgestellt, dass das doch nicht so eine coole Idee ist. Ja. Ist doch viel zu teuer. Und, was? Der Tunnel hat jetzt schon 8 Euro gekostet, das kann ja wohl nicht sein. Naja, auf jeden Fall wurde die nicht weiterfinanziert und der begonnene Tunnel wurde verrammelt. An sich finde ich ein super guter Plot. Das mag ich. Also das ist so etwas Verlassenes, was die Leute nicht mehr auf dem Schirm haben. Ja? Alter Geheimgang. Der alte Geheimgang in seiner coolen Form. Also ist schön. Das ist eine schöne Sache. Aber es ist halt natürlich genau ein weiteres Puzzlestück, um diesen Fall jetzt nicht allzu kompliziert zu machen. Also es wird uns halt schon recht früh und immer in appetitlichen Häppchen serviert, was da passiert. Ja. Ne? Es gibt halt dieses U-Bahn-System bis zum Meer, wo irgendwas aus dem Meer in Höhlen drüber verschwinden kann. Gut. Ja, alles klar. Gesagt, getan, wir müssten nochmal hin, ne? Ja, das führt so zum sozialen Eklat, ne? So, weil Peter, dem reicht's jetzt. Also, der möchte jetzt wirklich diese Sache aufgeben, weil die Drohung. Der begehrt auf. Ja, die Drohung, die hängt ihm noch nach, ne? Ich glaube, Justus, ne, hat natürlich gehofft, Tag später, alle haben drüber geschlafen, dass das vielleicht jetzt irgendwie so ein bisschen gesettelt ist. Aber Peter lässt es schon auch knallen, ne? So, und er möchte eigentlich eine Abstimmung erzwingen, so. Ja. Aber außer Blackie kriegt er keinen auf seine Seite. Ne? Nee, auch Bob hält sich ja vornehm zurück. Und so. Und Justus sagt dann was, das ist eigentlich, finde ich, schon eine krasse Sache. Also er sagt, du spielst dich doch nur auf. Du hast doch nicht mehr Angst als wir alle. Ist ja eigentlich witzig, also zu sagen, du könntest ja sagen, du bist ein Angsthase, du bist Vollidiot und zu sagen, also jemanden zu unterstellen, dass er gar nicht so viel Angst hat, ist ja eigentlich, ja, keine Beleidigung, außer dass er sagt, du bist eine Drama-Queen. Ne? Also das sagt er vielleicht noch durch die Blume. Dass er, du musst übertreiben. So, aber sonst ist es natürlich ein witziger Vorwurf irgendwie. Und da geht er schon sehr weit. Also dass gerade Justus zu Peter sagt, er würde sich aufspielen, finde ich schon hart. Ja, aber das Lustige ist ja, dass es auch ein Stück weit den wahren Kern trifft. Ja, Peter ist nämlich gar kein Schisser. Und es ist ja auch natürlich genauso, wie Justus sagt im Endeffekt, ne? Irgendwie, wenn jetzt gleich Morten mit dem Rolls-Royce kommt, du kommst mit. Und das ist eine sehr harsche Formulierung. Man könnte die aber auch eher deuten in sowas, wie soll ich sagen, Aufmunterndes. Sowas, jetzt lass mal Theater beiseite, eigentlich bist du halt genauso mutig oder nicht wie wir. Ne? Du, lass mal dieses da irgendwie reinsteigern in Sachen unterm Strich. Kommst du mit und bist Teil des Teams. Ich kenne dich besser.
Und dein Theater hilft gerade weder dir noch uns. Weiter geht's. Aber schön finde ich kurz vorher diese Szene, wo Blackie noch sagt, Tote reden nicht. Ja. Finde ich total genial. Ich hatte als Kind ganz große Probleme zu verstehen, was der Shelby da eigentlich sagt mit diesem Tote reden nicht. Aber Blackie, ja, in seiner unglaublichen Kompetenz des menschlichen Stimmenimitierens, hat sofort gehört, was der sagt. Und der sagt das natürlich auch in seinem Style, ja, und nicht so, wie der das gesagt hat. Du bist kein eingeschriebenes Mitglied unseres Vereins. Auch du, gut. Ne? Das ist auch geil, ja. Sei ruhig, Blackie. Ich meine, es ist ein bisschen süß, wie sie da noch einmal kurz überlegen, ob das, was sie da gehört haben, nicht von Blackie kam. Dümmster Einwand von Bob ever irgendwie. Nein. Ja. So, Blackie hat das halt natürlich aufgeschnappt und plappert es nach. Und wie gesagt, ich finde es auch spannend, wie Justus da Peter angeht, aber ich habe es tatsächlich gar nicht so beleidigend empfunden, wie man es auch interpretieren könnte. Ich weiß auch nicht. Es ist aber auch sehr clever. Ich schwanke. Ich glaube, das ist, ja, genau. Ich denke eher, es ist sehr clever tatsächlich. Also auf der einen Seite, ich finde schon enorm, weil er ja die Stimme hebt, ja, und auch nochmal eine Aussage über Peter als Person trifft. Aber er versucht es natürlich, jetzt ressourcenorientiert kann man es nicht nennen, aber er will ja eigentlich sagen, ich kenne dich besser. Ja, so. Mhm. Oder sag ich mal, ich kenne einen anderen Peter. So, also wenn man es jetzt nett formulieren würde, ja, so. Und daher ist es schon nicht böse gemeint, das stimmt schon. Also es ist nicht fies oder so, ne? Du alter Feigling oder sowas, sondern das ist schon besonders. Und es trifft halt auch die Beschreibung von Peter, die wir kennenlernen. Und gerade Peter wird in der Folge halt auch nochmal, finde ich, sehr gut beschrieben. Nämlich auch genau in der nächsten Szene geht's weiter mit sowas sehr Markantem, wo man einfach Peter als den klassischen Pessimisten präsentiert kriegt, der nämlich im Rolls-Royce sitzt und sagt, oh mein Gott, was hat uns die Fahrt im Rolls-Royce nicht schon irgendwie alles an Problemen beschert? Und, auf welche Probleme wir schon zugesteuert sind. Und Bob dann sagt, und wieder weg. Und wieder hinter uns gelassen und so. Ne? Wunderschöne Gegenüberstellung von so Charakter. Ja, wie war das? Sagt der Pessimist, kann nicht schlimmer kommen. Ne? Sagt der Optimist, doch. Genau. Ja, also es ist ein systemisches Lehrstück, was wir hier haben, sozusagen. Weil es wirklich echt schön ist, auch ich finde es auch eine total tolle Szene, wie er das dann so quasi nochmal reframed, ja, und sagt, ne, und auch wieder weggefahren sind von den ganzen Sachen. Ja. Ja, wenn man zum Beispiel ans Gespensterschloss denkt, ne? Ich muss dann den Superpapagei denken. Aber gut, auch, ja. Das stimmt schon. Ja, und man merkt halt auch, dass Bob an der Stelle ein ganz wichtiger Faktor ist, um die Gruppe zusammenzuhalten. Ne? Der ist halt mit seiner irgendwie auch positiven und pragmatischen Energie halt auch ein wichtiger Gegenpol. Ne? Wenn Justus so für sich selber denkt und rumschnauzt und Peter anfängt mit den Zähnen zu klappern, ist Bob genau dieser wichtige Ruhepol dazwischen. Ja. Das ist so. Und deswegen funktioniert das als Team halt auch. Also der Mörtel zwischen zwei Ziegelsteinen, so, ne? So, finde ich tatsächlich. Ja. Bob ist der Mörtel zwischen zwei Ziegelsteinen. Ja, weil in den ersten Klassikerfolgen ist er ja also blasser, ne? Also der kriegt ja so richtig Bedeutung erst später. Also in den großen Folgen malen die den ja ganz groß, so, ne? Aber. Dem Haschimitenfürsten. Ja, so, genau. Aber ich glaube, das ist genau diese unsichtbare Qualität, die er hat, dass das so als Dreiergespann überhaupt funktioniert. Ja, so. Ja, tatsächlich. Ja, und er wird ja aber auch gekennzeichnet als genau derjenige, der halt schon auch das Fünkchen mehr Abenteuergeist hat. Der kann halt beide Richtungen bespielen. Ja. Das merkst du halt in dieser Geschichte auch. Also der kann sowohl Justus recht geben als auch Peter. Der ist oft so das Zünglein an der Waage dann auch. Ne? Der Diplomat. Ja, stimmt. Bald. Im Buch fällt er in ein Loch und sie müssen ihn rausholen. Was? Das kam jetzt unerwartet. Okay. Fällt mir nur gerade ein, weil das ist eine sehr dramatische Szene, weil sie wissen nicht, wie er glaubt, er steht im Treibsand. Es ist kein Treibsand, aber er versinkt und sie wissen nicht, wie sie ihn rausholen sollen. Und weil es alles dunkel, sie haben nichts dabei, ist beim ersten Mal. Ne, so.
Aber ja, das spielt so keine große Rolle mehr. Nur da ist es echt, da wird es eng. Und da nützt Justus seinen Intellekt, der eine sehr clevere Methode hat, wie er den rausholt. Ja, so mit Physik und all so einem Zeug. Ja, so. Jetzt machst du uns aber neugierig. Du müsst das Buch lesen, wa? Ja, wie immer, ey. Okay. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich aus Treibsand befreit, lest das Buch. Alles klar. Es geht weiter nach der Werbung. Genau. Für die Patreon-Hörer unter uns, ne? Da lese ich das Buch vor. Ja, ja, ja. Ja, noch machen wir da Witze drüber, ne? Guck ja. mal. Zum 4. Geburtstag spätestens. Hör mal, hier, die sind besser vorbereitet diesmal. Die sind haben Taschenlampen dabei. Mhm. Und gehen jetzt in die Höhle. Und hinter die Bretterwand. Und das finde ich jetzt total seltsam, irgendwie diese Szene auch. Ja. Weil, also Bob hat halt ja schon mal so eine Bretterwand entdeckt. Genau, das, da habe ich mich aber gerade auch vertan. Ne? Eben beim ersten Mal hat Bob eine Bretterwand entdeckt, die war lose und die konnten da runter Sand wegmachen und sich dann da durch quetschen. Ja, ich glaube, ein Brett war lose. Aber ne? Das war noch keine verschiebbare Wand. Nee, ja. Die kommt ja später. Das kommt nämlich jetzt. Jetzt entdeckt nämlich Bob die erste verschiebbare Wand und zwar ohne groß Tamtam. Ah, die Wand kann man wegschieben, macht er. Und irgendwie eine Minute später ist Justus in heller Aufregung und tastet da irgendwie Wände ab, was Warmes und was kalt, weil massiv. Er meint, eine geheime Überall Wand entdeckt massiv. Habe. Ich denke, das ist doch jetzt keine Überraschung, wenn Bob auch schon eine geheime Wand entdeckt hat. Chances are, dann ist da auch vielleicht die nächste eine künstliche Wand. Und Justus ist da sehr überrascht. Nur, dass ich mitkomme, ne, wenn mich verlässt da wirklich die Orientierung. Also sie gehen in die Höhle, sie gehen hinter die Bretterwand, ja, die sie beim ersten Mal entdeckt haben. Dort kommt Peter ja aus Bob aus Versehen an so einen Schaltmechanismus und entdeckt die andere Höhle. Und dort ist Justus sofort, das muss eine riesige Höhle sein, und dennoch ist Justus sofort am anderen Ende der Höhle und untersucht die Wand und sagt, mit der stimmt irgendwas nicht. Mhm. Richtig? Mhm. Nee, okay. Ja. Halt, hier klingt es hohl. Genau. Und ich höre schon das Klavier, die Orgel. Was wollen die drei Detektive denn mit Löffel? Ja, es gibt viele Wände irgendwie, die man abklopfen könnte und so. Ja, ja. Ja. Also es ist so, dass es ist ja der Peter sagt, es sieht aus wie der größte unbenutzte Parkplatz der Welt. Also muss es eine echt sehr große Halle sein, ne? Und Justus ist quasi zielstrebig zu einer Felswand gegenüber hingegangen, an der ihn irgendwas stört und an der macht er jetzt rum. Es klingt, finde ich, ein bisschen metallisch. Und Peter findet nichts daran, aber Bob stellt fest, so ein bisschen zu Justus gewandt, so, ja, da stimmt doch was nicht, oder, Justus? Und für Justus aber nicht, dass es metallisch klingt, das Seltsame, sondern dass die Wand kalt ist, während die anderen warm gewesen seien. Weil alle Höhlenwände immer total warm sind. Ja, also die Begründung ist komisch. Ja. Das ist nicht ganz zu Ende gedacht und soll uns, glaube ich, wirklich einfach nur so ein halt so einen Eindruck vermitteln. Ne? Die Fantasie beflügeln von, du gehst in eine Höhle rein und hast so zwei verschiebbare Wände weiter, bist du in einer riesigen Halle und fertig. Mhm. Es bleibt ja. Weil es spielt da sonst keine weitere Rolle. Es bleibt gar keine Zeit, weil es geht ja sofort weiter, weil sie bemerken ja, wie sich hinter ihnen eine andere Wand auftut. Ja, also wie von Geisterhand. Aber verdammt viele komische Wände, ne? Ja. In dieser Höhle. Aber jetzt ist ja richtig so eine also jetzt ist ja am anderen Ende des Tunnels Richtung Meer. Tut sich, für mich ist das wie so eine riesige Schleuse auf, wo dann auch so das Tageslicht durchflutet. Auch wieder so eine typische James-Bond-Szene für mich irgendwie, keine Ahnung.
So, sie sind in der Zentrale des Bösewichts, wo so, genau, das Atom-U-Boot genau. in die Höhle fährt das oder sowas. Das, ne? Das Atom-U-Boot, ich weiß. Aber das Ding ist halt, genau, dass sie halt sehen, da kommt halt Tageslicht rein in die Höhle und sie können bis zum Meer sehen. Und dann sehen sie halt aber noch was entscheidend anderes, nämlich einen Drachen. Und der macht auch echt krasse Geräusche. Ja. Also mich erinnert das am ehesten noch an Godzilla. Nee, das ist ganz klar ein Husten. Ja, echt? Ist das Mr. Shelby beim Baden? Aber du hast recht, Stefan. Ich finde es auch, das ist für mich das größte Manko an der ganzen Soundkulisse. Bei allem, was sie uns hier übers Husten erzählen und dies und das. Das ist kein Husten. Der Drache klingt geil, aber der hustet halt nicht. Sondern das ist genau, also es ist ein richtig geiles Drachen, jaulen und fauchen und kreischen, aber kein Husten. Ja. Ja, genau. Wo man sich halt natürlich fragt, wie sehr hat man sich wirklich mit dieser, mit dem Inhalt der Folge beschäftigt, wenn man jetzt da keine Husten reintut, sondern wirklich ein Schreien, das ist ein Schreien der Drache. Ja? Das ist Godzilla, so wie du sagst. Ja, hallo. Es ist sogar, also, es ist halt Loch Ness. Ne? Also ich meine, auch da Grüße, ne? Die Rocky Beach Homepage gibt einem da Aufschluss zum Thema Klangrecycling. Ne? Das ist halt von 1977 aus einem Hörspiel Nessie, ne? Das Ungeheuer von Loch Ness, was sie jetzt auch in den Klassikern der Grusel Serie noch finden kannst als Hörspiel. Und da ist halt genau dieses Drachengeräusch dann nochmal recycelt worden. Es wäre jetzt vielleicht auch nicht so gruselig gewesen, wenn man da so ein gehabt hätte. Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Ja. Ich meine, wie stellt man das dar und wieso hustet dieser Drache überhaupt? Aber so was, das soll ja ein hustender Drache sein und der kommt auf die drei zu, ne? Und sie sehen seine leuchtend grellen Augen und es ist gar kein Zweifel, also es ist ein Drache und er hat sie fast erreicht, also so muss man es ja wirklich, also im Hörspiel bin ich mir da nicht sicher, aber im Buch ist es so, dass die seinen Atem quasi spüren können, ja, so also so nah kommt er denen, ja. Das ist der dramatische Höhepunkt im Hörspiel, wo alle inklusive Justus derbe die Hosen voll haben und wo du als Hörer, als kindlicher Hörer auch echt mitfieberst. Ja. Weil auch diese blöde Schwenktür, die sie da vorher gefunden haben, nicht aufgeht. Ja, obwohl sich Bob da dauernd dagegen wirft, wie so ein Bescheuerter. Ja, so. Und als sie dann aufgeht, muss, glaube ich, Justus den Peter ja mit rüberzerren, weil der plötzlich nicht mehr laufen kann. Irgendwie so. Ne? Ja, also genau. So ängstlich sind sie dann doch. Und dann rennen sie ja in einem durch und gehen die nächstmögliche Treppe hoch, wo dann ja Morten steht und dann können sie quasi abhauen. Und Bobs These ist bestätigt. Und Peters auch. Ja, und Peter wirft dann ja nochmal irgendwie so eine coole Frage auch in den Raum. Ne? Wir hatten doch, so nach dem Motto, wir hatten doch irgendwie beschlossen, dass es keine Drachen gibt. Wie erklärt ihr euch denn jetzt, dass wir da trotzdem gerade einen gesehen haben? Ja. Das sagt er ohne Helm. Erkenntnistheoretisch spannende Frage. Ne? Ja. Wir hatten doch beschlossen, dass es nicht so ist. Ja. Ja, aber sagt er ganz ungehässig, ne? Er könnte es ja auch sagen, wir hatten nur beschlossen, es gibt keinen Drachen, ne? Was machen wir da? Aber er sagt es echt nett, eigentlich, ne? So. Ja. Weil ich meine, auch Justus ist ja einfach in der Szene ernsthaft erschrocken und aufgewühlt. Wobei ja auch dann der Erzähler, / Hitchcock, das dann direkt aufgreift und sagt, ne, der Schreck sitzt tief, auch bei Justus, aber Justus hat immer noch insofern seine Sinne beisammen, als dass er noch klar denkt und die drei als nächste Schritte zu Hitchcock in die Filmstudios kommen. Ja. Um einen Film über Drachen anzugucken. Genau. Tricktechnik, Horrorfilme. Das ist für mich halt auch so geil. Also das mag ich einfach an diesem Hörspiel. Mhm.
genau diese Szene, wo sie jetzt bei Hitchcock sind und in den Filmstudios quasi eine Filmvorführung bekommen. Und der Mr. Allen halt als Großmeister des Horrorfilms betitelt wird und es natürlich eigentlich nur Hitchcock selber sein kann, der diesen Titel verdient. Mhm. Und bei ihm kriegen sie halt exklusive Kinofilmvorführungen von so einem Filmdrachen. Die Frage ist, ab wie vielen Jahren ist so ein Film eigentlich? Das ist eine deutsche Frage. Des Horrors, ne? Das ist eine deutsche Frage. Ja. Ich meine, aber wenn, das ist ja sozusagen irgendwie pädagogisch detektivischer Auftrag plus erwachsene Begleitperson, ja. Das geht schon in Ordnung. Ja, das stimmt. Es geht halt letztendlich um ein Studium sozusagen. Ne? Ja. Es wird ja auch didaktisch aufbereitet, ja, und nachbesprochen. Ja. Und Sie haben ja, was hat eigentlich Mr. Shelby mit Film zu tun? Ja, mit Film wenig, aber mit Technik wiederum sehr viel, ne? Da kommt ja dann auch nochmal der Hinweis darauf, dass Mr. Shelby auf jeden Fall jemand ist, der diese ganze Tricktechnik und so beherrscht. Ich stelle mir da vor, dass Alfred Hitchcock und Mr. Allen zusammensitzen beim Saufen und der soll ja mein Nachbar, ne? Hast du ja schon erzählt, voll der Dude, ja, der hier macht dies und jenes. So, ne? Ich meine, er weiß ja anscheinend sehr gut Bescheid über den Nachbarn von Mr. L. Ne? So. Ja. Ja, ja. Und ich meine, der war ja Stadtplaner, ja, oder so. Ne? Also es war jetzt nichts beim Film. Ne? Hör mal, aber jetzt mal, fällt mir gerade auf, was hier so den Bechdel-Test angeht, ne? Wieso? Ja. Diese Folge hat keine einzige Frau. Ja, doch. Die Telefonistin? Oh, ja. Ach, verdammt, die habe ich. Aber ja. Die sagt. Tragende die Rolle, sagt einen Satz, tragende also, Rolle, die habe ich vergessen. Ja, aber stimmt, klar. Das ist natürlich, da haben die damals in den 70ern nichts reingeschrieben. Ne, so. Ja. Das war einfach nicht notwendig. Wie ist das im Buch? Kommt da irgendwo mal Tante Mathilda vor oder so? Gar nicht, ne? Nein. Da kommt sowieso Frau eine sehr charakterreduzierte Folge, ne? Ja. Das freut den Hörspielproduzenten. Ja. Ja, dafür sind halt die Charaktere der drei Fragezeichen halt entsprechend präsent, so in ihrem Miteinander. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, sie erzählen ja, was Shelby angestellt hat. Er muss ja so ein Spaßvogel sein, dass er wohl zu seinem Geburtstag hat er alle Ampeln stillgelegt. Witzigkeit. In der Stadt. Okay. Er ist ja echt bescheuert, oder? Ja. Und hat sich wohl kaputt gelacht darüber, dass alle so, oh, wie komme ich denn jetzt über die Kreuzung und so. Das ist so ein bisschen, kennt ihr von Kinderserien, der Bösewicht, was der so für Pläne hat. So ungefähr ist das irgendwie so. Ne? So ja, ja. So. Pinky und der Brain. Ja, so. Es ist so, er ist dann rausgeflogen. Oh, Wunder. Überraschung. Ja, aber das war es wert. Ne? Das war es wert. Naja. Alles für den Gag, Alter. Alles für den Gag. Ja. Die Losung. Ja. Ja, aber das ist halt wirklich eine bescheuerte Backstory, die aber natürlich soll halt hängen bleiben, dass der gute Shelby eine Menge Ahnung hat von Technik. Ein Hacker. Und mit seinen technischen Späßen auch schon mal klimper übers Ziel hinausschießt. Ich meine, sämtliche Ampeln. Und die Konsequenzen seines Handelns nicht so ganz überblickt. Vielleicht überblickt er die schon, aber sind vielleicht einfach scheißegal. Ja. Vielleicht kommt er auch damit durch, man weiß es nicht. Aber jetzt kommt, also jetzt Hitchcock hat halt Wichtiges zu tun und lässt die drei da in seinem Privatkino noch eine Runde sitzen. Und das war jetzt immer so eine Szene, die hat mich erinnert an früher so Schulunterricht, ne? So Filme gucken mit einem Arbeitsauftrag. Mhm. Und Justus fragt jetzt ab, was den beiden Kollegen denn aufgefallen ist, weil einfach Monsterfilm gucken ist nicht, sondern das war ja schon gezielt mit der Aufgabe vergleicht unsere Begegnung mit dem Drachen mit dem Film. Es geht mal in Einzelarbeit und bearbeite mal folgende Impulsfragen, bitte. Genau, Stillarbeit. Wie habt ihr die Fortbewegung des Drachens
erlebt. Ab welcher Entfernung schnell zum Schloss hat das Grauen nachgelassen? Ja, genau. Also dieses totale Rationalisieren, was Justus da hat. Ne? Also es hat ja Methode auch. Also es ist ja ganz klar, dieses jetzt löst euch mal von euren Emotionen und achtet mal auf eure Wahrnehmung. Auf eure Ratio. Dann wird aus Beklemmung panische Angst. Genau. Verhaltenstherapie quasi. Ne? Mhm. Der Justus, ne, das war damals so ein abgefahrener Seelenzauberer, hier. Ja. Seelenzauber, ja. Gut, aber ich meine, was jetzt thematisiert wird, haben wir vorher halt auch noch nie gehört. Das ist sehr überraschend. Es geht halt ums Husten. Denn Bob macht dann nochmal deutlich, dass der Drache ja ganz klar, wie wir alle gehört haben, eher gehustet hat. Na ja. Im Vergleich zu dem Film Drachen. Und wesentlich entscheidender ist dann ja so die Frage, wie er sich denn fortbewegt hat. Ne? Mhm. Also er schob sich halt eher voran. Ne? Der ist halt nicht so gegangen wie die Pappmaché-Drachen aus der Zeit damals. Sondern es gab halt eher eine schiebende Vorwärtsbewegung. So als hätte er, weiß ich nicht, wart mal, hier Räder. Ja, ne? Ja, auf Rädern. Ja. Glaub, fragt sich jetzt voran. Natürlich, wenn die drei Fragezeichen im Rheinland aufgewachsen wären, ne? Ja, dann hätten die auf jeden Fall alle Karnevalswagen schon gekannt. Ob die dann nicht von vornherein draufgekommen wären. Ja, weil das ist ja einfach so, sie stellen es ja fest, ne, dieser Drache im Film, der geht. Also das ist ja das Krasse. Alles andere erkennst du ja als unnatürlich, also als nicht von einem lebenden Wesen. Ja. So, ich meine, aber habt ihr denn den Eindruck, oder worauf will diese Szene hinaus? Also das ist mir irgendwie nicht so richtig klar. Das ist total klar, finde ich. Die will das entzaubern. Die will den Drachen entzaubern, die Szene. Genau, und das macht sie auch radikal, indem Justus, ne, in der Szene vorher hat er sich sowas Ähnliches wie Angst eingestanden. Er hat sich dann aber total schnell wieder gefangen und ist jetzt in der sehr altbekannten Position, dass er das Rätsel eigentlich schon so gut wie gelöst hat und totalen Wissensvorsprung hat und eine konkrete Idee hat, was verbirgt sich hinter diesem Phänomen des Drachens. Und der dann auch sagt, wir gehen jetzt nochmal in die Höhle und ich wette unser Leben darauf, dass meine Theorie oder stimmt. Ich hoffe, dass meine Theorie stimmt, weil sonst wären wir ja tot. Ja, genau. Richtig. So, und, aber er weiß jetzt schon, klassisch wie immer, ne, zwei Schritte vorher, was hat es mit diesem Drachen auf? Wo wir wieder beim Rheinland wären, ne? Es hätte noch immer Jote, Jange. Genau. Aber wer weiß, ich glaube, daher kommt diese Idee mit dem Husten. Also das ist, damit der checkt, aha. Er sagt ja auch schon, haha, unser Drache muss sich wohl erkältet haben. Das heißt, Justus ist da schon total abgeklärt und hat das gecheckt, ja. Aber dazu muss er sich einen echten Drachen angucken, um ganz sicher zu sein, dass Drachen nicht husten. Oder gehen und nicht auf Rädern rollen. Ja. Ja. Also, jetzt weiß ich Bescheid, Drachen, die gehen ja, ne? Ja, aber okay, das verstehe ich schon, aber das ist so, das kommt mir so, ja, vielleicht wirklich, damit er beweisen kann, dass es es geht einfach um eine geile Hitchcock-Szene. Sorry, aber bei Hitchcock im Privatkino zu sitzen, mit Hitchcock als Person, der nicht irgendwie hinter seinem Schreibtisch in seinem Büro sitzt und den drei Fragezeichen einen Fall gibt oder am Ende des Falls nochmal mit ihnen resümiert, sondern wirklich auftritt da drin als der er ist, nämlich als Regisseur, ja, so mit Connections zum Film, und der nimmt sich die Zeit, mit denen da einen Film zu gucken. Ja, wie geil ist das denn? Ja, aber auch noch, ehrlich gesagt, finde ich es auch mehr als richtig, dass Justus jetzt dahinter kommt, denn ich meine, es gibt oft genug auch in den späteren Folgen Rätseln, wo es keine Chance gab, auch für uns irgendwie eine Idee zu kriegen, was denn da los ist. Mhm. Und jetzt muss man ja sagen, steht auch Justus für seine Verhältnisse echt lange auf dem Schlauch, war dann nochmal durch den Schreckmoment vielleicht auch gelähmt und jetzt, besser spät als nie, hat er dann doch auch mal die Idee, was so ein Drache auf Rädern, der vom Meer in die Höhle und so,
dass das kein echter Drache sein kann, sondern irgendeine Art von Fahrzeug oder Maschine oder so. Mhm. Das ist ja auch keine mega krasse Vermutung jetzt mehr, ne? Also da hat er sich auch schon mal weiter aus dem Fenster gelehnt, um das Leben zu riskieren. Ja, ne? Sicher. Also ich denke, es ist eher andersrum, dass man denkt, okay, wie kann man da nicht drauf kommen? So. Ja, ja, genau. Mhm. Also besser so, warum erst jetzt? Ne? So, mhm. Ja. Nicht warum ausgerechnet in dieser Szene, warum, ne, sondern warum nicht das jetzt schon ein paar Szenen vorher. Wenn ich die Zeit von damals jetzt mal richtig technologisch einordne, vermutlich ja ein Verbrennungsmotor zu sein. Ja, so. Und kein E-Auto. Ja, ist ein U-Boot. Oder ein U-Boot. Ja, mit was ist das dann betrieben? Stimmt, womit sind U-Boote, wenn sie jetzt nicht mit Atomkraft betrieben sind? Akkus. Pedale. 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 Und deswegen wirkt er die auch dauernd ab. Genau. Ja, es klingt sehr nach Verbrennungsmotor, aber U-Boote haben, um unter Wasser fahren zu können, auch im Zweiten Weltkrieg schon Batterien an Bord gehabt, um nicht so einen Lärm zu machen, um nicht geortet werden zu können. Ja, aber an sich fahren U-Boote mit, wenn die jetzt keine Atom-U-Boote sind, fahren die mit Verbrennungsmotor? In erster Linie ja, aber um leise zu sein, unter Wasser haben sie Akkus. Okay. Krass. Muss ich echt mal recherchieren, das weiß ich gar nicht. Weil ich meine, wenn die dann tauchen, haben sie ja keine Luft mehr. Ein Verbrennungsmotor braucht ja Luft. Meinst du, wird die Kohle nass oder was? Ja, du brauchst schon Luft, um die Verbrennung. Dann geht das Feuer aus, verdammt. Genau, da geht das Feuer aus unter Wasser. Ja gut, aber vielleicht, genau, da müssen wir noch mal mehr recherchieren. Aber Justus ist da auf jeden Fall auf einer ganz heißen Spur. Und wettet da das Leben drauf. Und jetzt kommt halt die Szene, wo man jetzt schon auch sagt, okay, Peter und Bob beugen sich nicht bis zum Äußersten der Diktatur des Ersten, sondern bestehen jetzt schon drauf, dass sie sagen, ich lebe schon echt ganz gerne und du kannst uns nicht blind irgendeiner Gefahr aussetzen. Wir brauchen jetzt klare Worte von dir, was ist deine Vermutung, sonst kommen wir hier nicht mit. Und daraufhin lässt sich dann ja Justus so ein bisschen dazu herab, ihnen zu sagen, okay, es könnte halt um ein Fahrzeug, um eine Maschine, um irgendwas gehen, aber auf jeden Fall eben nicht um einen echten Drachen. Mhm. Ja. Ist halt so gruppendynamisch eine wichtige Szene, ne, weil halt klar wird, dass der Erste nicht, also dass die beiden nicht blind folgen, sondern es schon diesen Moment gibt, wo auch nochmal innegehalten und abgestimmt werden muss. Kein Kadavergehorsam. Ja, genau. Apropos, du gerade gesagt hast, so Kadavergehorsam. Ich finde auch, man merkt an dieser Zeit schon auch so an ein, zwei Formulierungen, dass noch so militaristische Formulierungen da drin sind. Ne? Wir werfen uns wie Frontsoldaten unter die Büsche oder irgendwelche Kamikaze-Flieger und sowas. Das sind schon noch so Formulierungen, Bilder und Vergleiche, die es heute nicht mehr gäbe. Ja, das mit den Frontsoldaten fand ich auch, also ist mir auch aufgefallen. So. Zumal ich dachte, Frontsoldaten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht unter die Büsche werfen. Aber ja. Ach, also, ja, ist halt, aber was weiß ich bin ja keiner. Daher. Ja, der nächste Kapitelname sagt, die Drachenjagd beginnt. Oh. Jetzt also die Jagd. Ja, es geht Richtung Höhle. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Abends im Dunkeln. Natürlich. Und sie sind natürlich nicht alleine am Strand, sondern ich stelle mir das so vor, dass da jemand patrouilliert. Ja. Und zwar ein altbekannter Drecksack mit Schrottflinte. Was macht der da? Keine Ahnung. Patrouillieren oder so, weiß ich nicht. Spazieren gehen. Ich meine, wofür wohnst du am Strand? Um in der Schrotflinte rumzulaufen. Ja, zum Beispiel. Weiß ich nicht, hat der die überhaupt dabei? Doch, ja, doch, stimmt, doch. Klar, der geht sogar mit dem Ding ins Bett, ne? Ja, genau. Sucht der die Hunde oder? Bestimmt nicht. Oder den Drachen. Sollen sie doch bleiben, wo sie sind. Der Pfeffer wächst. Sollen sie doch zum Teufel gehen, ist dem doch egal. Ja, was Mr. Carter macht, man weiß es. Ja, der nicht. Hat ja vielleicht dieselben Erfahrungen gemacht, die Mr. Allen gemacht hat. Nur er hat andere Bewältigungsstrategien, sag ich mal. Aber vielleicht sucht er ja auch den Drachen. Ne?
würde ich dir wohl einen Tipp geben, wo der ist. Also das wäre so meine Dinge. Da gibt es eine alte Aikido-Weisheit. Der Gute kämpft nicht gegen die Bösen. Er lässt die Bösen zusammen, führt die Bösen zusammen und lässt sie gegeneinander kämpfen. Und das wäre ja hier natürlich auch mal eine Taktik gewesen, dem guten Mr. Carter zu sagen, hey, weißt du, was schlimmer ist als Hunde? Drachen. Ne? Weißt du, was die dir verhaufen in den Beet setzen? Ne? So. Weißt du, was die für einen Dreck machen? Da in der Höhle, da ist einer, ich schwöre. Und die vollgepackt mit Weisheiten immer heute, das ist der Hammer. Geil. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die verstecken die lassen sich nicht vorbeigehen. Ich bin jetzt bei so tonnenschwerem Drachencode. Sorry, ich muss jetzt nicht einmal kurz. Ich erinnere mich da an Jurassic Park, wo die ja. Da in diesem Riesenhaufen rumwühlt. Geil. Ich muss mich da outen, ich habe den nie gesehen. Ich glaube, das ist echt eine Schande. Ne? Ja, der gehört, glaube ich, zum. Ja, also den ersten musst du gucken. Oh ja, den ersten musst du gucken. Ja, ist dann blöd, wenn man die 20 Jahre später guckt, ne, und sich dann gar nicht mehr aufgeilen kann an diesen Effekten, weil die natürlich schon voll veraltet sind. Doch. Die Effekte sind immer noch gut. Ja. Ja. Jurassic Park ist, finde ich, von den Effekten her absolut immer noch, also der ist zeitlos. Den kann man immer gucken. Ja. Gut, werde ich demnächst mal. Alles. Ja, dann bist genau. Du können wir dann ja mal in der mehrmals schon eingeforderten Laberfolge. Genau. Können wir dann das nochmal vertiefen. Ja. Jetzt sollten wir uns konzentrieren, denn es ist, wir nähern uns dem Schauplatz, der dann auch für den Rest des Hörspiels der Schauplatz bleiben wird, ne? Nämlich denn nochmal in die Höhlen zurück. Die ganzen Wege durch mehr oder weniger Geheimgänge und Wände. Haben sie jetzt voll drauf. Gehen sie nochmal in die große Halle und finden dann da den schlafenden Drachen. Wie für sie abgestellt, den schlafenden Drachen. Genau. Vielleicht schläft er nur. Also Peter muss noch einmal irgendwie ein bisschen Schiss verbreiten. So. Ja. Ja, man merkt, dass man sich dem Ende der Kassette nähert, ne? Weil das Hörspiel hat es eilig, finde ich. Ich finde, das ist spürbar. Ja. Ja, sie betreten den Drachen, ne? Und Justus merkt auch mal an, dass es ein Steigeisen ist. Und der hat Scheinwerfer statt Augen, ne? Das erklärt auch, warum es auf einmal so hell war in der Höhle. Ja. Genau. Ja. Gibt ein Periskop. Ein Periskop. Und damit ist klar, es ist ein U-Boot. Mhm. Und dann auf Rädern. Hören sie Gewinsel. Und da sind auch direkt die Hunde, die sonst eigentlich. Ein Schrank. Ne, das muss man sich vorstellen. Ein Schrank. Und da geht mir Justus mit seiner. Also der ist da, finde ich, sehr, sehr lasch in seiner Bewertung. Warum hat denn da jemand eingesperrt? Weil man den Hunden, die waren vielleicht im Weg, aber jemand wollte ihnen nichts zuleide tun. Ja, hätte vielleicht besser jemand Mr. Carter und also alle Nachbarn da eingesperrt. Ich denke, das sehen die Leute von Peter auch anders, ne? So. Aber es ist komisch und es ist auch, also die Überlegung ist, diese Hunde, von denen es ja eigentlich nur den von Shelby. Also ja, wir wissen es nicht, aber... Ja, doch, wir wissen ja vorher aus dem Zeitungsartikel, dass schon viele, viele Hunde verschwunden sind. Ja, aber ich habe halt, in meinen Vorstellungen sind ja wirklich nur diese drei Häuser da, von Shelby, von Alan und von Carter. Und da hat ja nur der Alan einen Hund. Aber natürlich, er glaubt, dass all diese Hunde von Seaside, dass die wach werden oder anschlagen, wenn er bohrt oder wenn er... Der muss ja gar nicht groß oder bohren. Wenn er brüllt. Aber ja, er müsste ja nicht brüllen. Wenn er die Hupe drückt. Die Hupe am U-Boot. Ja, gut. Wir haben jetzt lange durchgehalten, ohne die Sinnfrage zu stellen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ist überhaupt es jetzt damit soweit. Anfangen sollten. Wir sollten es lassen. Ich stelle nur Fragen. Nein, es ist für mich halt die Frage tatsächlich. Manche tun halt mehr weh als andere. Es kann ja auch sein, dass ich was nicht blicke und dass das einfach klar auf der Hand liegt. Aber gut, was soll's? Ich meine, das ist. Dann haben sie die Hunde also halt. Ich halte den guten Herrn Shelby einfach für einen riesen Drecksack. So, und ich halte das, was der da tut, für total unmoralisch. Und vielleicht geht da so mein. Ich mag Hunde gerne. So, ne? Und
die dann einzusperren für den ganzen Schnickschnack, den er da veranstaltet, ist halt eine Scheißaktion. Ja, wie lange sind die schon auch da drin? Im Übrigen, ich mag auch mein Guthaben auf der Bank. Ja, auch das, ja, ne? Aber also, es ist halt so, ja. Justus ist halt so, ja, die sind da zwar eingesperrt, aber das ist von jemandem, der denen halt nichts tun wollte. Mhm. Ich denke, nee. Der hätte ja umbringen können. Da würde ich mir ein bisschen mehr Empörung wünschen. Ja, das stimmt schon. Also ich muss auch sagen, ich habe auch gedacht, aber das sind vielleicht die Gedanken als Erwachsener. Ich denke mir halt, wie lange sind die schon da? Also es ist halt der Arsch lang gedauert, diesen Tunnel zu bauen, und der sperrt die in den Schrank ein und muss die ja dauernd betäuben. Und dann muss er die ja auch füttern. Und die müssen ja auch kacken. Also das tun die ja trotzdem. Ja, wobei, Moment, also darf man jetzt nicht miteinander sagen, der hat ja den Tunnel nicht gebaut und Nein, ne? Also das Einzige, was er ja getan hat, und ich glaube, das wird ja jetzt auch geklärt, weil jetzt, ne, die verstecken sich bei den Hunden und belauschen dann die bösen Buben, wie sie da rumlaufen und plappern, was sie so getan haben. Nämlich, was ja Lärm gemacht hat und ein bisschen Zeit und Aufwand gebraucht hat, war ja von dem Tunnel aus durchzubohren in die Bank rein. Ja. Ich meine, die Tunnel waren ja dankenswerterweise schon da. Ja. Und die Schienen waren schon da und alles. Ne? Okay. Es war im Prinzip einmal irgendwie den Boden in die Bank durchbohren, was offensichtlich total easy geht. Ja. Wie zum scheiß Cartoon. Einfach so ein Loch in die... Na, egal. Ja. Das war eine Frage von 5 Minuten. Manche Fragen tun halt mehr weh als andere. Ja, ja, sorry. Ich zieh's zurück. Ja, genau. Aber das hat halt so viel Krach gemacht. Und nicht dieser komische Drache, den es nicht gebraucht hätte. Ja, also eine weitere Frage, die ich nicht stellen möchte, ist, was ist eigentlich unauffälliger? Ein U-Boot oder ein Drache? Das, ja, ne? Oder ein Felsen. Weißt du? Ja. Wo man dann, wenn man drauf guckt, denkt, da stand der nicht irgendwo anders. Naja, egal. Ja, stimmt, er hätte einfach einen Felsen bauen können. Ja. Der aber wir tun auch niemandem Felsen. Was. Ja. Wir tun niemandem was. Wir betäuben nur einen Wachmann. Ja. Auch kein Ding, also auch kein Problem. Ja. Ja. Und das eigentlich Schwere daran ist ja nicht das Ganze, dass die ein U-Boot haben und so. Dafür hat er die auch nicht gebraucht, der Shelby. Ne? Nee. So, sondern der brauchte die für die Muskelkraft, um die Barren zu tragen. Habt ihr gerechnet? Nein. Um wie viel es sich da handeln kann, ungefähr? Ja, weiß ich nicht, hängt vom Goldpreis ab, ne? Ist seit der Bankenkrise anders als in den 70ern. Weil die reden von 300 Barren und die reden davon, dass ein Barren 35 Kilo wiegt. Sure. Mhm. Das ist ungefähr Fort Knox. Das heißt, wir sind hier ungefähr bei, also ich habe jetzt die Tage dann mal geguckt, was Goldpreis ist, aber ungefähr, also über 14 Millionen. Ja, das sind ja schon 10,5 Tonnen, ne? Ja. Ne? Also, und das ist auch schon mehr als so ein kleiner Gag. Ich meine, da geht das U-Boot aber ganz schnell mal unter. ja, das auch. Und trag mal 10,5 Tonnen zu dritt. Oder? Das sind 300 Barren, sagst du. Ja. Ja, sagen gut, die. Ja, 10,5 Tonnen zu dritt geht, kriegst du hin. Ich meine, wenn ich Bauarbeiter angucke, was die teilweise für Sandberge bewegen oder was weiß ich, ja klar. Ja, bist ja schon ganz schön. Ich meine, 35 Kilo pro Barren halte ich halt für völligen Unsinn. Nee. Aber das erwähnen die halt im Hörspiel. Nee, halte ich nicht für Unsinn. Gold ist echt schwer. Glaube ich auch, dass man sich halt schwer tut. Ja. Aber so. Klar, okay. Ich glaub, wenn 35 so ein Kilo Gold, auf dem Barren hast du super schnell. Ich glaube auch, wenn du, man denkt so, oh, ich kaufe mir ein Kilo Gold oder so, ne? Ist voll der Barren, ja. Aber in Wirklichkeit kriegst du dann so ein kleines Ding, das in die Hosentasche stecken kannst oder so. Also ich meine, ich habe halt jetzt, wie gesagt, die Tage geguckt, da war jetzt ein Kilo Gold, waren ungefähr 48.000 Euro. Ne? Ich meine, jetzt alles dann so Pi mal Daumen, das heißt, du kommst aber halt bei Roundabout mal eben 14 Millionen. Das ist viel für so eine Kleinstadtbank auch. Ne? So, und genau. Und das ist auch viel dafür, dass das halt alles nur so eine Fingerübung ist und man dann doch letztlich sehr leicht sagt, ach komm, drauf geschissen. Der Geld war es mir wert, aber egal. Na gut, ja. Aber die drei werden halt Zeuge genau dieses Gangstergespräches, dass es offensichtlich darum geht, die Bank auszurauben. Genau, diese
gefährlichen Gangster-Buddies da rumlaufen, weil Shelby die Muskelkraft braucht. Ja. Man erkennt auch Shelby halt, ne, direkt an seiner Stimme, dass der da mit rumläuft. Ja. Ja. Sind das die beiden Gangster? Ich habe nicht nachgeguckt, aber wisst ihr es ja, die aus Flüstern der Mumie, die beiden? So, die kommen mir so, mir kommen die wahnsinnig bekannt vor, auf jeden Fall. Die waren einfach irgendwie so random, so ein bisschen Beiwerk, ne? Die aus der Flüstern. Die einzigen echten Bösen, verstehst du, ne? In dem Hörspiel. Ich habe gerade gefunden, ein Standard-Goldbarren wiegt 400 Feinunzen, das sind 12,44 Kilo. Ja, das ist auch schon deutlich weniger. Das wäre ein Standard-Barren. Aber es gibt bestimmt auch noch andere Barren. Ja, in Seaside wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Ja. Da sind die Barren mal doppelt, mehr als doppelt so schwer. Also zumindest ja, Harry Morgan ist auch in der flüsternden Mumie. Da lag ich nicht falsch. Zumindest was einen angeht. Okay. Ich habe gerade mal geguckt, hätte ich ja eigentlich vorher machen sollen, aber. Sagen wir hier, jetzt hier Internetrecherchen mal. Ja, Cheating, beiseite, Cheating. Jungs. Ja. Wir sind hier im Showdown, ne? Ja, eben. Ne? Ja, wir sind hier im Showdown, falls das noch nicht gemerkt hat. Ja, aber die Luft ist vollkommen raus irgendwie an der Stelle. Es geht alles so schnell. Aber eigentlich. Ach komm, das ist aber auch so ein Bullshit-Bingo jetzt, ne? Es geht alles so schnell. Ja, vielleicht ist es halt einfach so. Ja gut, aber dann erzählen wir es mal. Also es ist so, sie gehen in die Bank und Justus denkt, juhu. Was? Nein, die gehen nicht in die Bank. Der Shelby und der Harry und der Jack verschwinden in der Bank, nachdem sie sich ausgetauscht haben über wie viel ist das und so weiter, ne? Ja. Und dann beschließt Justus, mit dem Drachen wegzufahren. Ja, so. Super Plan. Was dann natürlich nicht ganz unbemerkt bleibt. Das heißt, die rennen denen hinterher und Justus wirkt dabei immer wieder den Motor ab. Aber es reicht, es ist glaube ich dreimal oder so, ne? Reicht es dann doch, um die abzuschütteln. Also muss es doch länger. Der muss echt unglaublich schnell sein, dieses U-Boot auf Rädern. Ja, oder längere Etappen muss es dann doch geben, wo das Ding dann fährt. Ja, so irgendwie. Ja. Ne? Ja. Zumindest. Man weiß das nicht so genau. Ich finde, mit den Entfernungen kommt man da wirklich sehr durcheinander. Und dann will er anhalten. Du musst das kindliche Ohr. Dann will er anhalten und dann krachen sie gegen die Felswand und der Drache ist. Sie fahren Schrott. Natürlich auch in eine falsche Richtung. Das ist ja auch Quatsch. Weil eigentlich, also ich meine, die Gangster wollen halt Richtung Meer. Ja, aber sie fahren Richtung Hauptbahnhof. Eigentlich müssen sie halt in die andere Richtung fahren und da geht es dann vielleicht aber auch irgendwann nicht mehr weiter. Aber sie fahren offensichtlich Richtung Meer, weil sie halt die Bremse nicht finden und die Wand durchcrashen Richtung Meer. Ja. Und der Drache ist Schrott. Und sie haben irgendwie den Knopf nicht gefunden, wo quasi diese Wand hochgehen würde, vermutlich. Ja. Ne? Es ist halt wieder einmal, ne, es ist halt echt krass bei den Klassikern. Mhm. Immer wieder dieses, man darf sich das nicht zu logisch und zu genau vorstellen. Was halt zählt, ist, dass sie den Drachen entlarven als Maschine und natürlich bezwingen sie das und setzen sich da ans Steuer und wollen mit diesem Gerät irgendwie fahren. Sie reiten total logisch den Drachen. So aus, ne, so für die Story ist das wichtig. An sich ist das totaler Unfug, weil wo wollen sie hin, was wollen sie machen? Ja, und sie begeben sich dadurch ja jetzt erst wirklich in Gefahr. Sie waren ja die ganze Zeit am allerwenigsten in Gefahr, aber jetzt sind sie wirklich in Gefahr, wo sie den Gangstern nämlich das Gefährt wegnehmen, weil die wissen ja jetzt nicht so genau, weil 14 Millionen, da ist ja unter Umständen jemand ganz schön angepisst, so um seinen Anteil. Und dass Justus nachher so sagt, ach, die sind doch lange weg, das sind Gangster, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Nur der nette Kerl kommt uns hinterher. Das stimmt ja, Gangster weißt du, der sich eigentlich in der Regel durch mangelnden Durchhaltewillen auch. Ja, genau. Wenn man ihn die Knete abnimmt, das ist eigentlich oft so. Ja, genau, dann sagen die auch, nee, hat ja nicht geklappt, okay, alles klar. Was soll's, die drei Wochen, die ich da rein investiert habe. Ja, komm. Ja, ich meine, wenn die drei Jungs halt einmal irgendwie mit dem U-Boot da gefahren sind, dann flüchten wir jetzt auch. Ne? So. Ich meine, gut, es ist halt so, sie so stoßen halt die Wand und was halt schon auch gesagt wird, irgendwie das Zeitfenster schließt sich, weil es kommen halt Zeugen. Ja.
Also Schaulustige kommen irgendwie vom Strand herbeigerannt. Insofern nachts drängt halt jetzt die Zeit. Nachts, ja. Fragezeichen. Am Eichsee. Genau. An einem sehr am Strand. Einsamsten Strand der Welt kommen nachts ja. Zeugen angerannt. Ach Mann. Ja, es tut mir leid. Ich hatte irgendwie gedacht, wir könnten diesen Moment. Ich stelle noch nicht mal Fragen. Ja, ach, so. Scheiße. Ich bin ganz deskriptiv unterwegs. Es tut mir auch leid. Ja, lass das. Ich will das. Ja jetzt auch gar nicht so nerdy sein und so. Nein, muss man ja nicht mal. Es reichen ja die einfachsten Fragen und Feststellungen. In Episode. Noch nicht mal Fragen. Also, Herr West, in Episode 7 am Ende, das kann ja gar nicht. Nee, da, so will ich ja gar nicht hin, aber es ist halt schon echt. Ja, es ist klar, du kannst immer. Du kannst immer dieses kindliche Ohr bemühen. Ne? Das geht schon. Ja, aber ja. Ich will da auch gar nicht polarisieren. Ja, es ist halt. Nee, es ist ja in der Tat völliger. Es ist ja wirklich Murks. Aber das jetzt halt dann mitten in der Nacht auf einmal durch den Lärm, den das Durchbrechen der Mauer gemacht hat, kommen halt Leute herbei. So. Ja. Die Gangster, also die wirklich bösen Jungs, die nur wegen ihrer Muskelkraft gebraucht wurden, die sind über alle Berge. Also die wirklich Bösen, die beauftragt worden sind von dem total Netten. Genau. Und der wirklich nette Herr Shelby, da kann man sich halt jetzt nochmal für die Dramatik fragen, ob der nett ist oder ob der nicht doch noch schießt. Aber Justus ist sich total sicher, nein, mit dem reden wir. Mhm. Und dem mache ich jetzt auch ein Angebot, was der nicht abschlagen kann, weil ich glaube an das Gute im Menschen. Mhm. Boah. Und der ist ja eigentlich ein harmloser Spaßvogel. Den hat nur die technische Herausforderung. Die 14 Millionen waren dem scheißegal. Der braucht das Geld überhaupt nicht. Nur die technische Herausforderung und das hat ihn letztendlich dazu bewogen, einen riesen Bankraub zu begehen, der definitiv in einen der, also jetzt mit der Menge an Gold in so einer Provinzbank, auf jeden Fall in die Geschichte der krassesten Goldraube der Welt eingehen lässt. Ja. Und der sagt, okay, alles klar, ich bring's zurück. Danke, tschüss. Ja, er glaubt es erst gar nicht, aber Justus erzählt ihm dann ja auch nochmal kurz, wie er ist. Das macht ja Justus in dieser Folge gern, dass er Leuten erzählt, wie sie sind. Ja, so. Genau. Peter, du bist kein Schisser, Shelby, du bist kein Gangster. Ja, das alles ist klar. Also, so. Genau. Justus, der große NLPler, ja, der quasi Pickup-Artist. Genau. Wir verzichten auf die Anzeige, wenn du jetzt das Gold zurückbringst. Du hast zwar vorher irgendwie zwei Leute gebraucht und ein Scheißding wiegt 35 Kilo, aber wenn du jetzt schnell genug so tust, als wäre nichts gewesen, obwohl da schon Schaulustige rankommen, dann schwamm ja drüber. Ist ja ein Klacks. Genau. Ist ja alles ein Klacks. Und es ist, da ärgere ich mich echt drüber, dass Justus so tut, als wäre nichts gewesen, obwohl halt, ne, die wurden mit Harpunen bedroht, Wachmann wurden betäubt, Hunde wurden gequält. Arschloch. Es war ein Bankraub. So. Ja. Wir sind Detektive, wir müssen dem doch nachgehen. Es war ein Bankraub. Wir sind dem nachgegangen, das ist ja super. Der zieht es so aus dem Nichts. Das ist es halt. Ja. Also so aus dem Nichts. Ich glaube halt, dass du bist, also es ist ja noch nicht mal eine Beziehung gewachsen oder irgendwie, oder ich weiß es nicht, aber ich finde eben auch, das kommt so, man weiß nicht woher, das kommt so abrupt einfach. Mr. Hitchcock hat gesagt, das ist ein Spaßvogel. Ja. Und Mr. Hitchcock ist Gott. Ja, das ist übrigens auch die Erklärung, warum es ein Mini-U-Boot brauchte, weil er ein Spaßvogel ist. Der Lust und die Erklärung, warum er einen Drachen um ein Mini-U-Boot baut und nicht einfach ein Mini-U-Boot benutzt, um weniger aufzufallen. Also es ist alles irgendwie... Genau, es hätte den Drachen überhaupt nicht gebraucht. Die hätten einfach nur still und leise ein Loch in die Bank bohren müssen mit diesem scheiß U-Boot verschwinden. Die hätten einmal ein U-Boot bemühen müssen, nämlich nur zum Wegtransport auf ein Schiff oder was weiß ich. Ne? So, und hätten vorher gar nicht irgendwie hupenderweise mit zum Drachen umgebauten U-Boot am Strand hin und her fahren müssen. Ja. Und Hunde, und weil die Hunde hätten drauf aufmerksam werden können, die vorher alle Hunde Seasides zu klauen. Ja, aber das hat ihn zu Fall gebracht. Ne? Ja. Das war der Fehler. Was für ein Aufwand, diese ganzen Hunde zu klauen. Ja.
So ja. Auch und vor allem, ich meine, Mr. Allens Hund, soweit ich weiß, wohnt Mr. Allen nicht in der Nähe der Bank. Also jedenfalls erfährt man davon nichts, ja, so wo er ja bohrt oder so. Ne? Ja, aber der Hund hat gestört, als der hupend am Strand rumgefahren ist. Seine Runden gedreht hat. Hey Leute, guck mal, ich kann es leiden. Ach, scheiß Hund da oben. Es ist so bitter, diese Position zu verteidigen, dass man die Folge einfach mag. Eigentlich müssten die Reifenspuren ja dann parallel zum Strand laufen. Aber guck mal hier, voll die U-Turns. Ja, also man kann da nicht in die Tiefe gehen, aber ich sich das als echten Kriminalfall zu konstruieren, der dann Sinn macht. Ich komme aber nicht dran vorbei. Ne? Leute. Ich bin einfach nicht dran vorbeigekommen. Es tut mir leid. Es ist aber auch, wenn ich mich erinnere, und das ist vielleicht nochmal so, natürlich ist, ich erinnere mich an zwei Szenen und im Großen und Ganzen. Und das ist natürlich dieses mit der Besuch bei Shelby, da, ja, so, also als sie ihn das erste Mal besuchen. Und natürlich ganz krass diese Geschichte von, wo der Drache das erste Mal kommt. Und die sind mir so noch im Gedächtnis geblieben. Aber ansonsten tatsächlich war diese Folge ganz nebulös. Da wusste ich nicht, was ist da eigentlich? Ich wusste, der Drache ist nicht echt. Das wusste ich noch. Ja, so. Aber das war nur noch die Erinnerung. Aber ich finde, und Katrin hat es, glaube ich, auch in den Kommentaren gesagt, da freue ich mich auf die Folge, weil die habe ich nie so richtig geblickt. Und das kann ich voll nachvollziehen, dass man die nie so richtig geblickt hat. Weil auch die Art und Weise, wie sie in welche Höhle stolpern und wie was zum einen kommt. Ich finde, das ist eine nicht allzu gute Vorlage als Roman. Ja. Und sie ist dem Schnittteufel auch nochmal in die Hände gefallen. Und ich meine, ich weiß, H.G. Francis ist Gott und so, aber da ist es halt, glaube ich, schon sehr knapp ausgegangen. So, oder er musste vielleicht auf andere Sachen Wert legen, vielleicht auf die Charakter, ja, so auf die Charakterentwicklung, und hatte für die anderen Sachen keine Zeit mehr. Aber das ist auch sehr verstümmelt, muss man auch sagen. Trotzdem möchte ich, also ich mag die Folge. Ich hab sie gerne, gerne nochmal und nochmal und nochmal und nochmal gehört. Einfach weil ein paar Szenen da drin, finde ich, einfach grandios sind. Ich find's grandios, wie sie vor den Tauchern flüchten. Das finde ich, hat natürlich wieder Fragen aufgeworfen, aber ist auf jeden Fall eine sehr spannende, brisante Szene. Und ist einfach diese erste Szene mit dem Drachen ist einfach der Hammer. Und ich finde auch das Geräusch von diesem Drachen ist auch geil. Und das ist wirklich bedrohlich und hat mich auch nochmal jetzt beim späteren Hören an meine Kindheit erinnert, wie ich da wirklich auch mit Angst hatte. Ich kann da auch nur den nostalgischen Blick darauf genießt. Und zu dem anderen möchte ich jetzt schweigen. Geiles Cover. Was hast du? Geiles Cover, auf jeden Fall. Genau, so. Ja. Und es sind auch einfach auch so eine Maschine, so ein U-Boot als Drache umbauen und sowas, sind ja auch so geile Fantasien und also es ist eine sehr fantasievolle Folge. Ja. Dass das am Ende alles hinten und vorne nicht hinhaut und man natürlich, ne, wie gesagt, geschenkt, so erwachsenen Ohr. Um es mit Tokotronic zu sagen, die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ich finde, Sebastian, du schuldest uns doch die Anspielung auf Dr. No. Also, da sind wir jetzt gar nicht so richtig, aber die ist eigentlich sehr. Nee, plastisch. Aber einfach so für mich ist so die Froschmänner mit Harpunen und das Thema U-Boote in Höhlen und so Wände, die aufgehen und da kommt der U-Boot durch und sowas. Das ist für mich total James Bond-Feeling. Es ist ja auch, ich habe die Szene nochmal gesehen, wo dieser Drache auftaucht bei Dr. No, James Bond jagt Dr. No, dieser
Roboterdrache, ja, also oder dieses Fahrzeug, das Feuer spuckt und wie Drache angemalt ist. Und klar, wenn du das gesehen hast, hast du gedacht, boah, das möchte ich auch mal verwursten in einem Buch, ne? So, weil es schon, das ist wirklich gruselig, auch jetzt noch. Das ist aus dem Jahr 62, kann man bei YouTube übrigens finden. Ich tue es in die Shownotes auch rein, diese Szene. Ja, und gut. Die ist sehr, wirklich sehr eindrücklich und sehr gruselig, wirklich. Cool, die hatte ich zum Beispiel jetzt so konkret gar nicht auf dem Schirm. Aber da gibt es eine, tatsächlich, cool. Wo so ein feuerspuckender Panzerdrache da kommt. Geil. Ne? Ja. Und wenn er da sich davon inspirieren hat lassen, dann verstehe ich, was er vorhatte. Ja, das, genau, das versteht man halt schon. Man darf halt nicht zu kritisch hinterfragen. Ja. Ja. Aber das ist halt natürlich auch, das zieht sich so durch. Ja, ja. Auch als unser Schicksal als Podcaster. Eigentlich, ne? Müsste man so sich genau jetzt sofort den Rasen. Würdigung und Kritik. Man müsste sich sofort den rasenden Löwen vornehmen und gucken. Docs, Cox, ob der Picks, ähnliche Rex, Schwächen Box. Hat oder so. Also. Ähnliche Stärken hat er auch. Ja. Ganz, ganz positives Denken. Die Schrottpresse hat er auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe sehr gute Erinnerungen an diese Folge, muss ich sagen. Ja. Sollen wir erstmal diese Folge insofern rund machen, als dass wir einen Abschluss finden, ja, ich würde, einigermaßen noch in unserem Zeitfenster? Ich würde als letzten Abschluss da gerne auch noch kurz sagen, ich habe dort einen Liegeplatz für mein U-Boot. Wenn ihr wollt, nehme ich euch mal mit in meinem U-Boot. Sehr schön, Manu. Das suchen wir jetzt in jeder Folge irgendwie unter. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, welcher Charakter? Ja, hallo. Das würde mich doch sehr stark interessieren. Welchen Charakter der Folge habt ihr? Mr. Carter. Ah. Ja, okay. Mr. Carter wegen der Schrottflinte. Ich finde Mr. Carter, der ist einfach so schön echt. Er ist ein Arschloch. Ja, so, aber ich finde, er sticht als Charakter total hervor. Das ist einfach ein Unsympath allererster Güte, in sehr wenigen Sätzen sehr gut dargestellt. Und ich finde auch, der spricht total gut und der bringt seine Rolle total gut rüber als garstiger Nachbar, den eigentlich kein Mensch als Nachbar haben will. Mhm. Ja. Weil Nachbarn will man bei den drei Fragezeichen meistens nicht haben, aber der ganz besonders. Das stimmt. Ja. Er ist halt nicht viel da, ne? Aber egal. So, das heißt, es gab keinen anderen. Nein, aber er ist natürlich, ich finde auch, stimmt. Ich finde ihn untererzählt, ne? Ich hätte ihn gerne noch grummeln gehört, da am Strand irgendwie so, ne? Scheiß, hier Hunde erwische oder was auch immer. Ne? Ach, Katzen auch. Mag ich auch nicht. Blöde Robben. Stefan, was ist dein Charakter? Das ist mir schwer gefallen, weil ich eigentlich keinen habe, aber dann doch einen, der mich wirklich fesselt, und das ist Alfred Hitchcock. Oh nein. Hast du den auch? Ernsthaft? Ja, ach, den hast du auch. Ja, gut. Nee, ist auch cool, aber ja, gut, genau. Gut, dass du mich vorher gefragt hast. Ja, ich finde, dass der ja mit dieser, also als Kind mich das ein bisschen, na, nicht genervt, aber so traurig gemacht oder so, oder ich habe so mitgelitten, diese joviale Art, dieses wohlwollende Herablassende, das der so hat, das ist halt so, diese Noblesse von oben herab, das ist stylisch, auch wenn es irgendwie manchmal blöd ist oder so, ne? Aber es ist so diese, wie auch wie bei Reynolds, dass du nie so genau weißt, ist das zugetan oder leicht verarschend oder paternalistisch oder wie auch immer so. Mhm. Und das finde ich so ganz spannend an Alfred Hitchcock, dass er ja er ist für die Kinder ja natürlich das Ding, die Koryphäe, ja, wenn die von ihm den Auftrag kriegen, wenn sie von ihm das Lob kriegen, das ist ganz viel wert. So, ne? Und ich finde, das ist ganz schön, wie er das so, das ist, finde ich, der Passetti macht das gut, und das ist für mich eine sehr einnehmende Rolle in diesem Hörspiel. Ja, würde ich so unterstreichen, bis auf, also ich bin tatsächlich da nicht so kritisch. Also das ist vielleicht, ne, auch das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal so berührt. Er hat halt genau eher sowas, dieses väterliche Freund, ein bisschen alt, was Altmodisches in seiner Art. Ja.
Aber die Frage, ob er die ernst nimmt oder denen wohlgesonnen ist oder denen respektvoll gegenübertritt oder so, die stellt sich für mich nicht. Das gibt für mich ein ganz klares Ja. Und der nimmt sich die Zeit für sie und der lädt sie ein und unterstützt sie und hat natürlich dieses, der Erwachsene, der noch so ein bisschen lächelnd guckt auf all das, was da noch kommen mag, und die Kinder müssen sich noch entwickeln und so, aber das sehe ich so im zeitlichen Kontext gar nicht kritisch. Sondern für mich ist es einfach eine wahnsinnig charismatische Figur, die total in dieses Drei-Fragezeichen-Ding reingehört und der halt in dieser Folge endlich auch nochmal Raum kriegt, als Charakter aufzutreten und wirklich mitzumachen. Und diese Mischung aus handelnder Person und Erzähler, das funktioniert für mich da total gut. Und ich mag das so Hollywood-Spezialeffekte, Monsterfilme, all das, was da so dranhängt, auch Hollywood und so. Das mag ich als Thema wahnsinnig gerne. Deswegen musste das für mich Hitchcock sein in der Folge. Ja, das ist schon so, das stimmt. Aber es ist witzig, dass wir beide von verschiedenen Seiten drauf gucken. Ne? Auf dieselbe Figur, ja. Also die hat ja alle Anteile drin, aber es ist spannend. Ja? Müssen wir mal zusammen Aufstellungsarbeit machen. Ja. Und Stefan, du bist heute wirklich aber sehr sozialarbeiterisch unterwegs. Ja. Nein, aber es ist. Ich finde das nochmal ganz spannend, was du gesagt hast, weil das nur am Rande, weil er ist die Vaterfigur da drin, und das ist ja nochmal spannend, zu was die uns inspiriert, ja, nochmal auch in dem, was wir so reinlegen. Finde ich doch. Ja, vielleicht hat das mehr mal was mit euch zu tun. Zum Nachdenken gebracht, was du gesagt hast. Ja, richtig, das ist auch so. Ja. Ja. Stefan, hast du ein Zitat der Folge? Ja, gut, dass du mich fragst. Ich glaube, das ist weg sonst. Mein Lieblingszitat ist, ich glaube, der geht mit dem Schießprügel ins Bett. Das finde ich so. Finde ich total, auch so ein bisschen herablassend gesagt. Schön, ich glaube, der geht mit dem Schießprügel ins Bett. Ne? So, was man dem ja natürlich nie ins Gesicht sagen würde, aber wirklich, wo auch so ein bisschen die Verachtung da drin spritzt, was das für ein Verrückter ist, einfach. Sebastian, was Hallo? Ist. Achso, ich wollte dich jetzt gerade fragen. Ich weiß nicht, ich habe. Du bist kein eingeschriebenes Mitglied unseres Vereins, du bist nur als Gast geduldet, weil diese kurze Interaktion zwischen Peter und Blackie finde ich irgendwie sehr putzig. Ja, okay. Nein, ich habe nicht die Schrottflinte. Das wäre zu ausgelutscht. Ich finde, ich habe sogar noch ein etwas Besseres. Ich habe Drachen. Davon gibt es hier Hunderttausende. Es wimmelt geradezu vor Drachen. 100.000. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das ist gut. Ja. Ja. Keiner hat, manchmal wünsche ich, wir hätten den Rolls-Royce nicht zur Verfügung. Mensch, just, wenn ich denke. Nee. Schade, das ist nämlich eigentlich auch ein sehr schönes Zitat. Es ist sehr schön, aber es ist zu lang. Es ist zu lang, aber ich hatte wirklich gedacht, das hat schon einer. Deswegen habe ich es auch nicht. Ich hätte auch gerne die Hate Speech gegen Hunde komplett gehabt. Ja, was sie immer tun. Ne, ist auch großartiges Zitat, aber ich fand das mit den Drachen einfach am geilsten. Die Bimmel und so. Ne, es gibt schon irgendwie lustige, griffige Sätze in der Folge. Ja. Genau. So, Tja, was bleibt bevor uns zu sagen? Uns was uns bleibt, bevor wir uns verabschieden, ist tatsächlich nochmal der Aufruf. Bitte denkt dran, schickt uns, seid mutig, seid kreativ und schickt uns Gesang, Rap, Interpretationen, was auch immer euch da in den Kopf kommt. Melodien aus Alltagsgegenständen. Ja. Nehmt euch unsere Melodie vor, lasst euch inspirieren. Wir freuen uns auf ein Geburtstagsständchen von euch. Und es locken, ne? Also nicht vergessen, 5-8-Art in einem Wort. Ja, da könnt ihr mal gucken. Ja, wir posten das aber auch tatsächlich ja nochmal auch separat und so, dass ihr da mit den Infos versorgt seid. Die könnt ihr gewinnen. Ne? Und wenn sich keiner meldet, nehme ich die. Ich werde unter Pseudonymen werde ich was einreichen. Ja, genau. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich finde, wir sollten XXX Skiller 2000 nehmen. Ja,
Stefan, wenn du singst, dann schaffst du es ins Intro, das ist klar. Okay, Leute. Ja, wir freuen uns auf den dritten Geburtstag und bis dahin verbringt den Monat hoffentlich gesund und munter. Und macht was Schönes. Macht was Schönes, genau. Ja. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.